Diese Konferenz, wird nun aufgezeichnet. Jetzt stimmt's, wunderbar. Und das ist genau unser Ziel, dass wir Sie fit machen, dass wir euch fit machen, um eben genau zu unterscheiden, wann kann ich was machen. Und ich denke, wir werden heute ganz viel über die Homöopathie hören in unserem Seminar Kügelchen und Co. Aber es wird auch nicht die einzige Geschichte bleiben, die wir hierbei beleuchten. Denn bei uns in der Apotheke kommt es immer wieder vor, wenn junge Mütter reinkommen und sagen, ja, ich hätte gern was Homöopathisches für mein Kind, dann stellen wir die Frage, darf es auch was Pflanzliches sein? Und dann stellen ganz viele Mütter so ein bisschen die Frage, ja, ist das was anderes? Klar ist es was anderes. Und den Unterschied möchte ich euch heute auch mitgeben, sodass ihr ein gutes Sicherheitsgefühl bekommt, dass ihr ein bisschen mehr selber zu machen traut, dass ihr aber auch immer die Grenzlinie kennt, ab wann muss ich zum Kinderarzt. Und ich glaube, da können wir heute einen sehr, sehr schönen Abend verbringen. Ich bemühe mich, im Zeitlimit zu bleiben. Mit ganz einer Stunde werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich bin aber auch überhaupt nicht böse, wenn sich die ein oder andere Mama dann mal ausklingt. Das Skript habt ihr ja. Und den Link vom Skript, den konntet ihr auch im Chat lesen. Ihr findet es bei uns aber auch auf der Homepage. Ich habe das hier auch schon mal geöffnet. Glaube ich zumindest. Ja, habe ich. Wunderbar. Hier ist es bei uns auf der Apotheken-Homepage unter Online und Kundenvorträge. Da würdet ihr dann hier auch das Skript herunterladen können. Wir haben hier jetzt übrigens auch dieselbe Nummerierung, wie wir sie nachher dann in den Folien auch finden. Die Seitenzahlen stimmen überein. Wir haben die ein oder andere Folie ausgeblendet, damit wir am Zeitlimit bleiben. Ich wünsche mir ganz arg, dass ihr mich auch ab und zu unterbrecht. Denn Fragen beleben das Geschäft hier ganz arg. Das ist natürlich im Webinar immer sehr, sehr viel frontaler, als es ist, wenn wir uns live sehen. Aber ich glaube, die Machbarkeit auch für die jungen Mütter ist natürlich bei so einer Online-Geschichte optimal. Und von dem her freue ich mich, das im lockeren Rahmen zu machen. Was schauen wir uns denn heute genau an? Und da gibt es natürlich einiges Spannendes. Wir schauen uns erstmal an, was macht ein Kind überhaupt krank? Wir schauen uns auch mal an, was ist der Unterschied zwischen Viren, Bakterien und was ist dafür verantwortlich, dass der Körper für sowas auch anfällig wird. Ist der Wetterwechsel, ist der Stress, was ist tatsächlich nötig, um eine Infektion zum Ausbrechen zu bringen? Und ich denke, gerade wir als junge Familien haben uns mit dem Thema natürlich in letzter Zeit auch ein bisschen mehr beschäftigt. Ein Virus ist ja gerade in aller Munde, übrigens auch der Beschleuniger für das Webinar heute, Corona, klar, wollen wir auch ein bisschen was drüber hören. Und ich freue mich drauf, da mit euch gemeinsam nochmal durchzuschlendern. Dann klar die Frage, wie vermeide ich Ansteckung? Was kann ich tun, um meine Kinder effektiv zu schützen? Da geht es jetzt natürlich nicht nur um Maske und Abstand, weil das tatsächlich ganz, ganz effizient hilft. Also das muss man ganz klar sagen. Wir spüren das an der Apotheke mit der Abstandsregelung von Corona, mit der Maskenpflicht von Corona. Übrigens auch mit unseren Plexiglasscheiben in der Apotheke spüren wir das. Wir haben eine wesentlich geringere Krankheitsquote in der Apotheke. Also Maske, Abstand schützt. Aber was gibt es darüber hinaus? Wo können wir die Kinder unterstützen? Was kann ich tun, damit sie fit bleiben? Wann zum Arzt? Das Thema Impfen lassen wir heute übrigens draußen. Das wäre es fürs Webinar zu lange. Aber wenn ihr da nochmal Lust drauf habt, was zum Thema Impfen zu hören, und wenn das für euch interessant ist, dann dürft ihr euch gerne auch nochmal an uns wenden oder dann auch die individuelle Beratung in der Apotheke, das sind wir auch sehr, sehr gern für euch da. Da sind wir übrigens auch beim Impfen ein sehr, sehr unabhängiger Ratgeber, auch wenn es immer heißt, die Pharmaindustrie und das Impfen. Ich als Apotheker kann euch sagen, bei einer Maserninfektion verdiene ich ungefähr das 12-fache wie an einer Masernimpfung. Also wir haben keinen Grund, aus betriebswirtschaftlicher Sicht pro Impfen zu beraten. Und wir versuchen da den Müttern und den Familien immer ganz sachliches zu geben. Das können wir aber auch sehr, sehr gerne dann in einer individuellen Beratung dann auch mal separat machen. Was kann ich als Mutter tun? Was kann ich als Vater tun? Was kann ich als Familie tun, damit wir gemeinsam fit bleiben? Und dann natürlich die große Frage, was gibt es aus der Natur? Was bietet mir die Homöopathie? Und was ist wirklich sinnvoll? Was brauche ich zu Hause? Was hilft mir hier richtig gut? Die Fragen wollen wir heute gemeinsam beantworten. Starten wir doch gleich mit dem Punkt Erkältung. Was steckt hinter der Erkältung? Klar, in dem deutschen Wort ist die Kälte gleich mit drin. Die Kälte ist sicherlich ein Risikofaktor, aber nicht der einzige Risikofaktor. Und hinter den Erkältungen stecken natürlich ganz oft ganz besondere Erreger. Es sind nämlich sogenannte grippale Infekte. Und das ist total interessant. Der Ausgang ist hier eigentlich immer eine rhinovirale Infektion, also Viren, die auf die Nasennebenhöhlen oder auf die Nasenschleimhäute
sich setzen und so Infektionskrankheiten induzieren. Jetzt stellt ihr euch vielleicht schon die Frage, wieso trifft es mich nicht ganz so oft, aber meine Kinder sind ständig krank? Und da müssen wir natürlich gleich das allererste entspannende Signal schicken und vor allem auch das wichtigste Signal von heute mitschicken. Kranke Kinder sind für uns Eltern erstmal nervig, klar, das ist so. Und keiner wünscht sich das. Aber im Endeffekt ist das wir Unterricht fürs Immunsystem. Unser Körper lernt aus Viren, lernt Viren kennen und lernt auch mit den Viren besser umzugehen. Und gerade diese plötzlich beginnenden Erkrankungen, wo wir unsere Kinder im Kindergarten geben, wo sie topfit sind und wir holen sie nach 3 Stunden ab und die sehen aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Das sind solche Kennenlernsymptomatiken, wo erst Kontakt zu viraler Matrix entsteht und wo das Kind eben sehr, sehr schnell mit dem Immunsystem darauf reagiert und wo es eben ganz, ganz oft vorkommt, dass dieser erste Kontakt stattfindet. Übrigens, dass es im Kindergarten stattfindet, ist Teil der Sozialisation. Das findet auch bei Kindern, die nicht in den Kindergarten gehen, statt. Vielleicht nicht ganz so geballt, aber auch da sind diese ersten Infektionen wichtig, damit das Immunsystem daraus lernt. Und dieses Lernen ist ganz bedeutend. Wir spüren das auch, wenn wir in ferne Länder reisen, wenn wir in Süden reisen, erwischt es uns mit einem Magen-Darm-Infekt. Ganz interessanterweise auch jetzt wieder zu sehen an Corona. Die südamerikanischen Länder zum Beispiel sind wesentlich weniger stark an solche Corona-, aber auch an Influenza-Viren gewöhnt. Die erwischt es bei sowas mehr, weil sie es nicht so gut kennen. Und alles, was ihr Kind kennenlernt, im Kindergarten durch Infektionen, in frühen Lebensphasen, ist gespeichert, ist als wertvolle Information hinterlegt. Und deshalb braucht es da natürlich auch einen gewissen positiven Blick drauf. Das gehört dazu. Die laufende Nase, gerade bis zum 5. Lebensjahr, ist ziemlich normal. Und das müssen wir auch ein bisschen entspannt beobachten. Und da gibt es aber auch die gute Nachricht dazu. Das hört dann ziemlich schnell auf. Wir sehen das auch in der Apotheke. Ich bin jetzt seit 12 Jahren in der Brunnenapotheke in Bellenberg. Wir sehen die junge Familie in diesem Zeitraum total oft, gerade bis das letzte Kind so diese 5- bis 6-Jahresschwelle überschritten hat. Das sieht man sich oft in der Apotheke und dann ist es wie ausgeknipst. Dann ist tatsächlich die Sache wesentlich ruhiger und vielleicht sieht man sich dann 1-2 Mal im Jahr, aber dieses Dauernde, das wird natürlich deutlich besser. Also von dem her entspannen, die Kinder dann die Viren kennen und Erkältungskrankheiten vorläufig und erstrangig von Viren, nicht von Bakterien verursacht. Erkältung hat mit Kälte schon was zu tun, aber eben nicht nur, sonst gäbe es auch keine Sommergrippe, denn auch Hitze kann das Immunsystem stressen. Aber was sehr klar ist, es hat schon was mit Temperatur zu tun, das zeige ich euch nachher auch nochmal. Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf eines eingehen, weil das mir als Apotheker eine Herzensangelegenheit ist. Ich möchte euch mal den Unterschied zu krankmachenden Organismen mitgeben, die so treffen können im Lebensalter, nicht nur im Kindesalter, sondern eigentlich durch das ganze Familienalter hindurch gesehen, bis hin zum Großvater. Was kann uns krank machen? Die größten Organismen, die seht ihr da links oben, das sind natürlich die Würmer. Trifft uns junge Eltern sehr, sehr gerne auch mal, gerade wenn man im ländlichen Bereich unterwegs ist. Aber hier bitte auch ganz ruhig bleiben. Der Wurm hat ganz viel mit der Laus gemeinsam, denn man sagt ganz oft, das ist eine psychische Erkrankung der Mutter. So könnte man es auch fast ausdrücken. Würmer sind als Infektionen normal für uns Menschen, auch wenig dramatisch. Oftmals heilen sie so ab, dass wir Eltern das gar nicht mitkriegen. Manchmal findet man Würmer im Stuhlgang. Da ganz entspannt bleiben, gibt es tolle Mittel, einfach zum Kinderarzt gehen, verschreiben lassen und entspannen. Denn die Wurminfektion schult das Immunsystem und schützt vor Allergien. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum auch Landkinder weniger Allergien ausprägen als Stadtkinder beispielsweise. Hier könnt ihr entspannt bleiben, euer Kind adaptiert, euer Kind regelt Immunaktivität dank dem Wurm auch mit ein und somit ist eine Wurminfektion auch was wenig Spektakuläres und man kriegt super schnell in den Griff. Genauso wie die Laus. Laus hat auch nichts mit Hygiene zu tun, sondern wirklich sind Ansteckungen das eine übers Tier, das andere über Menschen. Also die Würmer kommen von den Tieren, die Läuse kommen von den Menschen, nicht von den Tieren, ist ausgeschlossen, denn nur die Menschenlaus befällt auch den Menschen. Und es ist kein kosmetisches Problem mit mangelnder Sauberkeit, sondern tatsächlich eine Infektionskrankheit. Die hier trifft uns zum Glück relativ selten, ist eher für tropische Gebiete, also Einzeller, die hier mit dabei sind. Pilze im Familienbereich höchstens mal auf der Zunge oder am Fuß häufig, sonst eher selten. Wenn sie die Lunge befallen, gerade bei älteren Menschen, dann schon auch schwerwiegend. Und jetzt wird es aber spannend. Bakterien und Viren. Und wir sehen hier, der Größenunterschied ist immens. Also 100 Mal sind Viren kleiner als Bakterien.
Und wenn ich euch jetzt die Frage stellen würde, was hilft tatsächlich gegen Bakterien und was hilft gegen Viren? Die Frage ist für Bakterien ganz klar zu beantworten. Gegen Bakterien helfen Antibiotika. Gegen Viren haben wir wenig Mittel. Antibiotika sind ganz wirksame und wichtige medizinische Produkte, die tatsächlich sehr selektiv eingreifen. Antibiotika klemmen sich bei sich vermehrenden Bakterien in den Aufbau, in das Zusammendübeln von Zellwandmolekülen ein und vermeiden so, dass die neu entstehenden Bakterien überhaupt eine Zellschicht bilden können. Und somit gehen neu entstehende Bakterien zugrunde. Und weil der Zellwandaufbau von Bakterien ganz anders ist als der von Mensch, ist es ein hochselektiver Mechanismus, wie die Antibiotika hier wirken. Gegen Viren haben wir hier keine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, aber auch total spannend, wenn man genau zuhört und sich das vorstellt, das Antibiotikum greift ein bei sich bildenden Bakterien. Das heißt, das Antibiotikum als wichtiges Mittel bei bakteriell induzierten Infektionskrankheiten wirkt nicht gegen bestehende Bakterien. Und gerade wenn Ihr Kind zu einer bakteriellen Mittelohrentzündung neigt, gerade wenn Ihr Kind vielleicht auch mal eine Angina hat oder andere bakteriell bedingte Mechanismen, ist es gut, wenn ihr an das hier zurückdenkt. Das Antibiotikum greift nur die Vermehrungswilligen und die Keime, die in der Vermehrungsphase stecken, nicht die bestehenden. Und damit erklärt sich auch, dass ein Antibiotikum tatsächlich 36 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden brauchen kann, bis es richtig gut anschlägt. Und da braucht man ein bisschen Geduld. Und auch ganz wichtig, in der Zeit darf ich aber sehr, sehr gerne symptomatisch und begleitend arbeiten zum Antibiotikum mit dazu. Ich darf hier mal einen Fiebersaft geben. Ich darf hier mal einen Schmerzsaft geben. Zu denen kommen wir nachher noch. Ich darf was gegen Halsschmerzen geben. Ich darf was für die Nase geben. Gerade wenn das Kind ganz arg leidet. Also hier können wir mit dazu arbeiten. Keine scharf aufs Antibiotikum. Man muss aber auch ganz klar sagen, die modernen Antibiotika sind von der Lebenswirkungsrate deutlich besser. Mir ist immer eine Herzensangelegenheit, dass es einfach sparsam eingesetzt wird und dann eingesetzt wird, wenn es wichtig ist, weil wir zwei Vorteile damit kassieren. Der erste ist der Schutz der Darmflora, weil die ist eben bakteriell und die wird immer unter dem Antibiotikum leiden. Und es sind auch Schäden, die wir nicht sofort ausgleichen können beim Kind. Klar, man kann mit dem Probiotikum hier schnell wieder Darmflora aufbauen und da sind wir auch sehr, sehr dafür, dass man mit probiotischen Keimen die Darmflora wieder aufbaut. Aber selbst unter Probiotika-Behandlung und auch mit guter Ernährung dauert es ein bisschen, bis die Darmflora wieder kommt. Deshalb ist es hier wichtig, dass wir das klar zum einen beschleunigen, aber eben das Antibiotikum dann eben auch sehr, sehr sparsam einsetzt. Gegen Viren und vor allem gegen die lästigen Viren, die unsere Kinder dauernd erwischen, nämlich Dreitagesfieber oder auch banale Erkältungsviren, der Schnupfenvirus, das Rhinovirus, hier gibt es keine wirksamen Medikamente dafür. Also ein antivirales Mittel hält man vor für schlimme Viren, aber nimmt man jetzt nicht für die banalen Viren. Weil Viren ganz oft eben, oder was heißt ganz oft, die sind immer viel, viel kleiner und streng genommen sind Viren auch gar keine Lebewesen. Viren sind nämlich im Gegensatz zu den Bakterien selber gar nicht vermehrungsfähig. Der Virus braucht die Wirtszelle, braucht die menschliche Zelle, braucht die Nasenschleimhautzelle, um sich vermehren zu können. Beim Coronavirus genau gleich wie bei allen anderen Viren auch. Und nur wenn die menschliche Zelle das Virus produziert, entstehen neue Viren, die dann andere Zellen befallen. Antivirale Mittel unterbrechen zum Beispiel solche Injektionsvorgänge, wo der Virus seine RNA, also sein Erbgut, in die menschliche Zelle speist. Aber das gibt es eben nicht für Erkältungsviren oder schaut da nicht sinnvoll einzusetzen. Bakterien sehr gut therapierbar mit Antibiotika, Viren nicht therapierbar. Da müssen wir uns entweder impfen oder durch das Lernen vom Immunsystem oder beziehungsweise und durch das Lernen vom Immunsystem dann fit machen und deshalb auch nicht resignieren. So sieht jetzt ein behülltes Virus aus. Das wäre eben auch ein behülltes Virus. Ist verdammt klein, also 20 bis 30 Nanometer groß, 100 mal kleiner als Bakterien. Und jetzt kommt was Spannendes. Und da möchte ich euch auch bitten, dass ihr das so ein bisschen verinnerlicht, weil das tatsächlich hilft, Kinder gesund zu halten. Viren vermehren sich optimal bei 32 Grad. Das heißt, auf der einen Seite erhöhte Temperatur, wenn wir also wärmer sind als unsere 36,5, als unsere 37 Grad, das mögen die Viren schon mal gar nicht so gern. Und das Fieber hilft natürlich, Viren abzubauen. Also ein Stück weit erhöhte Temperatur können wir akzeptieren.
je kleiner die Kinder sind, desto früher müssen wir den Cut-off ziehen. Bei Säuglingen ist es mir wichtig, dass man ab 39 Grad eigentlich wirklich auch den Arzt aufsucht. Bei ganz kleinen auch schon mal ab 38,5. Wenn die Kinder stabiler sind und wenn ich spüre, dass die auch Durst haben, dass die auch was essen, kann ich ein Kind auch mal bis 39 gehen lassen. Sollte das aber über mehrere Stunden, über mehrere Tage anhalten, dann wäre wirklich auch der Kinderarzttermin angesagt, weil die Viren die 32 Grad eben als Vermehrungsoptimum nehmen. Zum einen also ein Stück weit erhöhte Temperatur akzeptieren, das ist überhaupt nicht verkehrt bei Ihren Kindern. Zum anderen aber ist das auch eine ganz, ganz wichtige Temperaturzahl, weil das natürlich das Vermehrungsoptimum beschreibt. Und wenn die Schleimhaut auskühlt, weil ich nicht richtig eingepackt bin oder weil ich zum Beispiel nicht durch die Nase atme und mein Hals dabei auskühlt, dann öffne ich die Pforten. Weil ausgekühlte Schleimhaut hat nämlich genau so eine Temperatur und da reißen wir die Pforten auf für die Viren. Das heißt, gut einpacken und das heißt aber auch die Nase frei halten. Und das ist natürlich, wenn wir uns das überlegen, wie so eine normale Infektionskrankheit beginnt, eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Da kommen wir nachher beim Etagenwechsel auch nochmal zurück. Denn die meisten auch schwerwiegenderen Infektionskrankheiten beginnen immer im rhinoviralen Bereich, also im Bereich der oberen Atemwege. Und da bringen die Viren durch das Injizieren der Zellmatrix in unsere Zellen dann die Schleimhaut zum Anschwellen und dann haben wir das Problem. Und was passiert, wenn die Schleimhaut anschwellt in der Nase? Klar, die Atemwege gehen zu, die Nase geht zu und dann haben wir schon das Problem, dass wir hier nicht ganz so gut mitarbeiten können. Weil wenn die Nase zugeht, passiert in zweiter Linie was, wenn wir Luft kriegen wollen? Der Mund geht auf und dann sind wir wieder bei den 32 Grad, die wir hier lesen. Wenn der Mund aufgeht, atmen wir dadurch, die Halsschleimhaut kühlt aus und dann ist die Infektionspforte wadenweit offen. Und das ist genau das, was passiert, wenn sich eine Erkältungskrankheit verschlimmert. Der Hals kühlt aus und die Bakterien bekommen dann die Eintrittspforte, weil auch die Bakterien sich da eben auch besser fühlen. Und dann haben wir den Grund, wie eben sich eine Verschlimmerung von einer erst banalen rhinoviralen Erkältung ergibt. Die Pforte reißt auf, die Keime können abrutschen, die Barriere fehlt und somit haben wir das Eindringen der Keime. Und genau da unterscheidet sich nämlich auch das, was wir Eltern brauchen und wie es ganz oft leider von der kinderärztlichen Seite kommuniziert wird. Wenn ihr jetzt mit euren Kindern zum Kinderarzt geht und der hat eine banale rhinovirale Infektion, vielleicht sogar mit schon erhöhter Temperatur, dann geht der Kinderarzt zum Glück hin und das finde ich gut und sagt, wir warten ab, wir geben noch kein Antibiotikum, weil wir brauchen es noch nicht. Die Zeichen sind nicht groß genug, die Tonsillen, die Mandeln sind nicht angeschwollen, wir haben keine klaren Anzeichen für eine bakterielle Superinfektion, also für das Draufinfizieren. Und da kommen heute die ganz, ganz wichtigen Dinge ins Spiel, die aus meiner Sicht ganz gerne in der ärztlichen Praxis so ein bisschen unter den Tisch fallen. Da heißt es ganz gern, wir warten ab. Ich bin der Meinung, nein, wir warten nicht ab, sondern wir beginnen, das Kind gleichzeitig zu betreuen. Denn wir können sehr, sehr viel machen, um das Kind hier zu unterstützen, dass eben die Viren hier oben bleiben, dass der Kontakt zwar da ist, dass auch das Lernen möglich ist, aber dass die Superinfektion vermieden wird. Und da gibt es ein paar ganz wichtige Hausmittel, die wir unbedingt erwähnen wollen. Ganz wichtig ist für mich das Inhalieren, ganz wichtig ist für mich auch das Öffnen der Nase und das Begleiten des Halses. Und da geht es vom Tee trinken bis, und das werden wir heute in aller Ruhe uns anschauen, was wir da an guten Tipps dann haben. Wir wollen nämlich genau diese ausgetrocknete Schleimhäute und die 32 Grad vermeiden. Und das können wir sehr gut. Und dann können wir tatsächlich die Viren, die wir ursächlich nicht behandeln können, außer durchs Impfen vielleicht, die können wir dann aber gut begleiten und positiv begleiten, sodass es eben möglich ist, eine Verschlimmerung dieser Erkrankung aufzuhalten und die Infektion im oberen Atemwegstrakt zu behalten und nicht das Abrutschen auf die Bronchien zu ermöglichen. Wir müssen auch ganz klar unterscheiden, grippaler Infekt zur Grippe. Grippaler Infekt sind die Rhinoviren, Grippe sind die Influenzaviren, die eben auch ganz heftige Wirkungen haben können. Wir hören das ja jetzt immer in dem Vergleich Corona-Influenza. Also auch die Influenza kann wirklich schwerwiegende Fälle machen. Corona ist da deutlich tückischer. Jetzt nicht unbedingt, oder sagen wir mal so, die Bewertung ist noch schwierig.
Ist sie wirklich gefährlicher als die Grippe? Ist sie nicht gefährlicher als die Grippe? Es ist auf jeden Fall ein viel, viel wandelbareres Virus und es ist viel, viel schwerer abzuschätzen. Deshalb traue ich mich auch nicht, eine finale Beurteilung zu machen, was ist gefährlicher, Influenza oder Corona. Aber man kann schon eins sagen, die Infektionswege und wie das Coronavirus tatsächlich mit dem menschlichen Körper interagiert, ist viel, viel mannigfaltiger, als es, wie es die Influenza tut. Wir sprechen hier von Kreislaufschädigungen, wir sprechen sogar schon von ersten Anzeichen, dass Corona das Atemzentrum direkt beeinflussen kann. Wir wissen noch zu wenig über Corona, um das wirklich final mit der Influenza vergleichen zu können. Wichtig ist, dass wir vorsichtig sind und dass wir das auch in aller Ruhe bewerten und hier den Forschern und allen Statistikern auch die Zeit lassen. Wir sind noch zu kurz dabei, um den Vergleich final zu ziehen. Mir ging es jetzt aber auch in erster Linie, grippaler Infekt von der Grippe zu unterscheiden. Die Grippe zeichnet sich ganz klar aus durch diesen plötzlichen Beginn, hat auch eine ganz, ganz häufig saisonale Komponente. Bei uns ist sie typisch eigentlich im Februar, Anfang Februar, Mitte Februar kommt sie. War auch bei uns so, Influenza war vor Corona und viele meinen, sie hätten vielleicht Corona gehabt, hatten aber tatsächlich Influenza. Also das ist zeitlich sehr, sehr klar, witzigerweise am Fasching zuzuordnen. Da haben wir alles andere als Abstandsregelung. Und deshalb trifft es dann natürlich mehr Menschen. Und die rollt natürlich auch vom Osten an, kommt mit der Kältewelle mit angerollt. Und die Influenza ist auch für Kinder wirklich was, wo die richtig flach liegen. Sie erholen sich natürlich auch wieder schnell. Und gerade bei den größeren Kindern sind da schwerwiegende Interaktionen jetzt nicht zu erwarten. Aber auch da sind unsere Kinder platt. Wie machen es die Viren? Tröpfcheninfektionen, jetzt auch bei Corona eben auch nochmal ganz klar ein bisschen unterschieden. Die Tröpfcheninfektionen, die eben auch Kontaktinfektionen sein können, also wenn ein Tröpfchen auf eine Türklinke gehustet wird, abgegrenzt von der Aerosolinfektion, also wenn freie, feine Tröpfchen in der Luft schweben. Noroviren zum Beispiel als Durchfallviren sind ganz stark bei der Kontaktinfektion, die können sich sehr gut über Tröpfchen an Oberflächen halten, Corona kann das weniger gut, Influenza liegt da irgendwo dazwischen, da geht beides, aber hier müssen wir eben aufpassen, es ist immer das Tröpfchen, was das Virus trägt. Beim einen Fall wird es eingeatmet über das vernebelte Aerosol, beim anderen ist tatsächlich auch die Schmierinfektion, wie man früher gesagt hatte, also die Kontaktinfektion über infizierte Oberflächen wahrscheinlich. Bei Corona scheint es weniger der Fall zu sein. Wir sind gerade hier im Bayerwaldhof im fränkischen Land und wir müssen hier tatsächlich auf den Hotelfluren überall Maske tragen. Und was ich total interessant finde, auch im Buffet überall sind Handschuhe mit dabei. Also hier wird mit großem Aufwand auch gegen Kontaktinfektionen gearbeitet, wobei man eigentlich weiß, dass Corona hier bei den Kontaktinfektionen gar nicht so besonders stark ist. Die Abstandsregelung und das Bevorzugen von freien Räumen ist hier sicherlich fast wichtiger. Dann gibt es ganz unterschiedliche Inkubationszeiten und auch hier scheint unser Virus 220, also Corona, mit der Infektion Covid-19 ganz besonders zu sein. Hier haben wir eher schwer nachvollziehbare Inkubationszeiten und auch längere Inkubationszeiten. Viele Viren sind nur ganz knapp, zum Beispiel Corona geht, zum Beispiel Noro geht sehr schnell los nach dem Kontakt, also da geht es innerhalb von Stunden. Bei Corona sind es eher Tage, bei den Influenza sind es auch eher Tage. Und dann haben wir eben die Infektion bis zu den ersten Symptomen, das ist die Inkubationszeit. Das sind Folien, die schon immer bei uns mit drin sind. Expositionsprophylaxe schützt. Wir spüren das am eigenen Leib. Solche Bilder hier, Massenveranstaltungen oder sowas, ist nahezu undenkbar. Im Moment gerade wegen Corona. Aber das hier ist nochmal eine Folie, die einfach nochmal ganz wichtig ist. Hier seht ihr, wie so eine Kontaktinfektion, eine Schmierinfektion, wie man früher gesagt hat, für ein Phagenvirus, wie zum Beispiel auch das Norovirus eben ist, wie wichtig das ist, dass man das Hände geben eben tatsächlich ein bisschen einschränkt in solchen Virusphasen und dass man eben auch Hände desinfiziert. Und da bin ich auch ein Freund davon, gerade wenn Noroviren kursieren, gerade bei solchen Pandemien auch darauf Acht zu geben, weil das Händegeben tatsächlich ganz schön weit ansteckend ist, gerade für den Norovirus. Und da ist es mir auch wichtig, dass es im Kindergarten ernst genommen wird. Wenn wir im Januar, Februar, oft vor der Influenza-Zeit nochmal die Noroviren dann drin haben, da sollten wir wirklich da aufpassen, dass wir das unterbrechen durch Hände desinfizieren und durch das Vermeiden vom Händedruck. Denn es geht bis zum 13. Patient, dass tatsächlich Viruslast weitergegeben wird. Hier oben aber den ersten Patienten, der selber
infektiös ist, der gibt dem zweiten Patienten die Hand. Der dritte Patient sieht den ersten schon gar nicht mehr. Und ein Händedruck kann bei den Norovirus-Viren eben bis zum fünften, sechsten Patient ansteckend sein. Also über 6, 7 Leute weiter haben wir hier Infektionen zu vermelden. Und das ist eine total interessante Studie von Freiburger Mikrobiologen, die sich das eben mal genau angeschaut haben. Und das finde ich total beeindruckend, wie das über Menschen hinweg eigentlich infektiös sein kann. Und da ist tatsächlich wichtig, dass wir hier ein bisschen aufpassen und da auch unsere Etikette anpassen. Heutzutage wird mir ja schon ganz schräg angeschaut, wenn man einen aus Versehen mal die Hand reichen möchte. Und im Moment ist es schlau. Ich glaube, die Gesellschaft, wir Menschen brauchen neue Kompromisse, um sowas dann auch anzugehen. Denn ich denke, hier gehen einfach ganz neue Thematiken mit ins Blickfeld. Wir sind mehr Menschen auf unserem Planeten. Wir haben engere Räume. Und hier muss man genau überdenken im gesellschaftlichen Kompromiss, was wir uns noch erlauben und was nicht. Das ist aber natürlich für eure Kinder auch wichtig. Und ich finde es total spannend, wie das im Kindergarten gemacht wird. Also unsere Kinder lernen das auch schon. Und ich finde es auch gut. Also Infektionsvermeidung, denken Sie da auch zu späteren Zeiten, wenn Corona vorbei ist, mal an das Jahr zurück. Das Stichwort Social Distancing, das Thema Mundschutz, das Thema Händedesinfektion ist wirksam. Und wir sehen das auch, warum Deutschland eben so gut wegkommt. Wir haben es gut gemacht. Wir haben hier, glaube ich, viel geleistet. Jetzt braucht es neue Kompromisse, um hier wieder auch ein normales Leben zuzulassen. Händedesinfektion schützt sehr, sehr sinnvoll. Sterilium oder andere alkoholisch basierte Produkte sind hier super wirkungsvoll. Denkt aber hier bitte auch dann immer an das Rückfetten der Hände, weil das ist tatsächlich was, was gerade auch die Kinderhände dann betrifft. Gibt es jetzt für den allgemeinen Teil von eurer Seite noch Fragen? Wenn nicht, schreibt sie euch auf, wenn ihr euch nicht traut. Ich bin auch nachher noch für eure Fragen da. Dann würde ich einfach mal weitermachen. Was können wir noch tun? Kinder nicht zu warm anziehen, denn auch das Schwitzen gibt Stress fürs Immunsystem. Übrigens auch der Grund, warum das Duschen und das Baden nicht gemacht werden soll, bevor wir mit Kindern nach draußen gehen. Die Wärmebelastung beim Duschen und beim Baden ist genauso wie das zu warm anziehen Stress fürs Immunsystem und gibt tatsächlich schlechtere Werte in der Immunzellaktivität direkt nach der Hitzebelastung. Wenn ein Kind gebadet hat, dann haben wir ein richtiges Tal in der Immuntätigkeit und es dauert so circa 2 Stunden, bis das wieder oben ist. Also deshalb, wie wir es früher gelernt haben, nicht direkt nach dem Duschen raus, ist gut. Das solltet ihr aber bedenken, wenn ihr den Sporttag oder die Zeit mit euren Kindern plant, wann Sport gemacht wird. Überlegt euch genau, wann geduscht wird. Wenn wir da direkt den nächsten Termin danach haben, ist Infektionswahrscheinlichkeit erhöht. Zwiebellook, dass wir es anpassen können, ganz klar bevorzugen. Nasse Kleidung sofort wechseln, auch beim Sport ganz wichtig, gerade auch bei anfälligen Kindern ganz besonders wichtig. Aber auch bei euren Männern wichtig, wenn die beim Radeln waren, sagt es denen auch. Weil das ist tatsächlich eine Infektfalle, wenn wir die nasse Kleidung auf der Haut haben. Da öffnen wir die Pforten, weil die Schleimhäute auskühlen und wir genau das haben. Und richtig atmen, eben bevorzugt durch die Nase. Und das werdet ihr merken, ich werde das ein oder andere Mal noch die Lanze brechen für einen sinnvollen und dosierten Einsatz vom Nasenspray, weil das eben natürlich Infektionspforten durchbricht. Gute Raumluft, und das ist gerade bei uns jungen Familien, die will gerne eben auch mal im Neubau wohnen, ganz besonders wichtig. Wir haben hochdichte Häuser, wir haben ganz oft dann auch noch einen Kachelofen oder einen Kaminofen mit drin, der läuft im Winter auf Hochtouren, und da ist mir eigentlich wichtig, dass ihr ein Hygrometer habt. Ihr kriegt bei uns die Tabellen, in welchem Raum welche Temperatur gut ist und welcher Raumluftwert für die Feuchtigkeit gut ist, könnt ihr uns gerne bei uns anfragen, indem ihr uns eine kleine E-Mail schickt. Die Tabelle haben wir bei uns gespeichert und wir schicken euch die sehr, sehr gerne dann per E-Mail zu. Finde ich auch wichtig, das Thema, darauf achten. Und ihr werdet es merken, inhalieren hängt damit ganz eng zusammen, also auch da ein ganz guter Punkt. Die Wohnung regelmäßig stoßlüften, gerade bei unseren hochdichten Häusern wichtig, damit die Feuchtigkeit eben auch drin ist und auch drin bleiben kann. Klimaanlagen gerade im Auto vorsichtig nutzen, Kinder nicht direkt anstrahlen. Und hier haben wir es nach dem Duschen, nach dem Baden eben gut ausruhen, weil wir dieses Loch der Immunaktivität haben. Denkt auch da selber dran bei euren Aktivitäten. Gut, also ganz wichtige Dinge zum Thema, wie werden wir krank, wie bleiben wir gesund, genügend Schlaf. Provokantes Thema bei denen, die ganz kleine Kinder haben. Aber natürlich brauchen unsere Kinder, brauchen Eltern auch genügend Schlaf, weil das natürlich Infektionslast nimmt. In der Nacht entsteht über das Melatonin induziert die Erholung. Aufpassen, Melatonin, das Erholungshormon. Bei uns im Illertal ganz viele Schichtarbeiter. Melatonin ist ein lichtempfindliches Hormon.
Das wirkt nur, wenn wir dunkel schlafen. Und deshalb auch da aufpassen, nicht nur genügend Schlaf, sondern Schlaf im Dunkeln, Nachtschlaf ist ganz besonders wichtig. Wenn eure Männer nachts tagsüber schlafen müssen, dann achtet auch darauf, dass die Räume dunkel sind oder wenn ihr das selber auch machen müsst. Sport ist natürlich gesund, schützt da ganz toll vor Infektionen, deshalb viel rausgehen mit den Kindern, viel bewegen, viel machen. Es gibt aber natürlich auch da ein Maximum, muss man ganz klar sagen, wenn wir zu viel Sport machen und den Peak hier überschreiten, hier bringt es was, hier kann das Immunsystem adaptieren, hier kann tatsächlich Immunsystem gesteigert werden, hier kann Aktivität aufgebaut werden. Wenn wir uns in dem Feld hier bewegen, ist alles gut. Wenn es zu viel wird, macht es Stress aufs Immunsystem, sodass tatsächlich auch Infektionswahrscheinlichkeit, aber auch zum Beispiel Verletzungswahrscheinlichkeit steigt. Also wer zu übereifrig ist, wer 5-6 Mal die Woche Sport macht und hier auch Zeiträume wählt über den 1,5 Stunden, der kann tatsächlich auch hier Stress induzieren. Auch gerade wenn das Pensum zu hoch ist, wenn die Aktivität zu hoch ist, dann gibt es Ärger im Immunsystem und das sollten wir unbedingt vermeiden. Zeigt auch den eifrigen Männern diese Folie, das ist nämlich ganz wichtig. Was passiert, wenn wir körperliche Belastung zu hoch halten, egal vom Sport oder aus anderen Gründen immer, dann gibt es einfach Viren und Bakterien, die sehr, sehr gerne auf den Herzmuskel ziehen und diese kardiotropen Bakterien und Viren stecken sich auch in dem Gewebe und machen dann richtig Ärger, wenn sowas nicht ausgeheilt wird. Deshalb sind Erholungsphasen wichtig, deshalb ist der Schlaf wichtig und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Trainingspensum gut angepasst wird. Denn sowas kann mit schwerwiegenden bis zu tödlichen Nebenwirkungen verbunden sein. Bei Fieber auf gar keinen Fall trainieren, bei Erkältungen mit Abgeschlagenheit auch kein Training. Gerne mal, und das ist auch mir bei den Kindern wichtig, unbedingt rausgehen. Warum nicht? Ich kann, wenn ich kein hohes Fieber habe, sondern nur leicht erhöhte Temperatur und wirklich ein Virus auch gefangen habe oder auch mein Bakterium, ich kann rausgehen und ich soll das auch tun. Denn bei der Bewegung im Freien lüften wir die Lunge komplett. Wir haben, wenn wir sitzen und wenn wir uns in geschlossenen Räumen nur moderat bewegen, in sogenanntes Residualvolumen in der Lunge, also ein Totvolumen, das nicht durchlüftet wird am unteren Lungenrand. Und dieses Residualvolumen spülen wir, wenn wir rausgehen. Und das ist gerade im Kinderbereich auch ganz wichtig. Also deshalb auch ruhig mal rausgehen, moderat belasten, schauen, dass die nicht ganz so wild toben. Das ist schlecht gesagt, ich weiß, aber es gibt schon Spielformen, wo man das auch mal machen kann. Sandeln zum Beispiel, wenn wir wirklich mehr sitzen oder vielleicht auch mal ein geführter Waldspaziergang, wo wir das Tempo mit dem Kinderwagen vielleicht auch vorgeben können. Das ist was, das immer geht. Auf ein Spieli und zum Toben, das würde ich unbedingt vermeiden. Aber sowas geht eben sehr, sehr gut und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Auch wenn die Kinder zu Hause sind. Also wenn die krank sind, dann einfach auch cool machen und dann dürfen die eben auch mal was am Tablet schauen. Und dann gibt es eben auch mal die längere Vorlesestunde und dann bleibt das Ganze eben auch ein bisschen ruhiger. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass sich Kinder da eben auch auskurieren können. Gut, Ernährung und Immunsystem. Ganz wichtig, gibt es riesige Untersuchungen dazu. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung definiert es eigentlich sehr, sehr treffend. Menschen, die sich ausgewogen und gesund ernähren, brauchen keine zusätzliche Nahrungsergänzung. Hoher Gemüseanteil, eigentlich die Kernmessage. Wer da nochmal Tipps braucht, wir haben in der Apotheke auch eine Ernährungsberaterin, die da sehr, sehr fit ist, die auch da euch was dazu sagen kann, wie man das auch mit Kindern gut machen kann. Ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen, wir sind ein Fan von Suppen und somit auch vom Thermomix. Unsere Kinder kriegen so einen echt hohen Gemüseanteil mit rein. Aber einfach bunt kochen, bunt essen lassen. Wir haben es neulich beim Kindergeburtstag von der Lotte auch gemacht, so einen Gemüsezug gemacht. Und da haben wirklich alle Kinder, auch von Müttern, die jetzt da nicht so ihre Kinder stark drin sahen, haben zugegriffen. Eine bunte Zubereitung und neugierig machen auf buntes Essen, auch mit Fisch, auch mit Gemüse, das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges. Es soll nicht heißen, dass es auch mal eine Ausnahme geben darf, aber die Grundernährung soll einfach gemüsebasiert sein. Und das denke ich mir ganz, ganz wichtig, dass da auch bei den Kindern schon der Freshbox was Gutes mit drin steckt. Weil wenn man sich das mal im Kindergarten anschaut, ist schon teilweise verheerend, was da in den Freshboxen steckt. Und zum Beispiel bei uns im Tiefenbach wird deshalb auch gemeinsam Frühstück zubereitet, wo die Kinder eben mal eine Gurke gemeinsam schneiden, wo mal der Joghurt mit Obst frisch geschnitzelt wird. Und das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Aber total spannend, die Deutsche Gesellschaft sagt, bei ausgewogener Ernährung brauchen wir Nahrungsergänzung nur dann, wenn wir Stress haben oder körperliche oder psychische Belastung ausgesetzt sind oder wenn die Infektanfälligkeit hoch ist. Also es gibt schon Punkte, wo es dann auch sinnvoll ist. Zink, Vitamin E, das sind mir die wichtigsten, weil das die häufigsten Mängel sind, die wir bei uns haben. Also beim Zink
Ich finde es auch nochmal ganz, ganz wichtig, das könnte man sich jetzt im Skript auch nochmal dazu notieren, dass man organisches Zinksalz nimmt, das ist Zinkorotat, hat hier die beste Studienlage. Beim Vitamin E ist es auch sehr, sehr gut, wenn man naturidentisches oder natürliches Vitamin E dann auch zu sich nimmt. Und das kann gerade in der Erkältungszeit mal eine gute Substitution sein. Eher im Erwachsenenbereich, für die Kinder habe ich euch noch zwei, drei Produkte mitgebracht, die für empfehlenswert halt. Hochdosis-Vitamintherapie, wie es im amerikanischen Sprachraum gemacht wird, ist wirklich für die Infektanfälligkeit nicht nützlich. Gibt es auch sehr, sehr gute Studien mit dazu. Das steigert die Abwehr nicht. Es gibt schon Bereiche, wo die Hochdosis-Vitamintherapie gut sein kann. Gerade zum Beispiel bei einer Strahlentherapie zum Abheilen von Strahlenfolgen kann eine Hochdosis-Vitamin-C-Therapie auch studienbelegt was bringen. Aber jetzt im Erkältungsbereich sind sie eher nicht wirksam. Die orthomolekulare Ernährung, also das gezielte Zudosieren von Einzelnen, wenn wir es brauchen, das scheint das Sinnvolle zu sein. Und hier scheint die Wissenschaft auch gute Werte dafür liefern zu können. Also bunt kochen, bunt essen, viel rausgehen, dann kriegen wir hier die maximale Unterstützung. Wie therapieren wir sowas? Medikamente gegen Viren sind nicht nötig, haben wir auch schon gesehen, aber wir wollen die bakterielle Superinfektion, die wollen wir vermeiden, indem wir das Kind gut betreuen und eben nicht abwarten, bis das Antibiotikum kommt, so wie es der Kinderarzt ganz gerne formuliert, sondern wir wollen sie gleich begleiten. Und da ist natürlich die Pflanzenheilkunde, da ist die Homöopathie was unglaublich Starkes, wo wir unsere Kinder sehr, sehr kompetent und sehr, sehr gut begleiten können. Und ich freue mich drauf, meinen Erfahrungsschatz mit euch dazu teilen zu können. Ganz wichtig, wir sind hier aber nicht beim Teleshop und deshalb kommt hier diese Folie mit rein. Ich habe euch die ein oder andere Produktempfehlung schon auch ganz konkret mit reingeschrieben. Nicht nur bei den Globuli, wo man wirklich auch Potenzen und Stärken empfehlen, sondern ich habe auch das ein oder andere pflanzliche mit reingepackt. Das heißt nicht, dass es die einzig guten Präparate sind, aber das sind eben die, die ich aus meiner Erfahrung raus sehr, sehr gerne empfehle und wo ich auch sage, die sind von der Zusammensetzung her sinnig, die haben eine gute Pharmakologie. Aber bitte da jeder sich selber ein Bild bilden. Es gibt auch ein paar Vergleichbare am Markt. Also fühlt euch dazu gar nichts gedrängt. Ihr seid nur beratend bei euch an der Seite. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir drei gut gehende Apotheken haben und auf solche Empfehlungsmarketing-Sachen auch gar nicht angewiesen sind. Dann schauen wir uns jetzt genau die Homöopathie an, weil wir sie schon in den Fokus legen wollen. Wir schauen uns das Wirkprinzip der Homöopathie an und dann schauen wir diese Indikationsfelder hier Stück für Stück durch. Und da kommen wir dann im Einzelnen drauf. Wir haben den fieberhaften Infekt, wir haben die Infektvorbeugung, da haben wir zwei Kuren mit dabei, die Ohrenschmerzen, die Nasennebenhöhleninfektionen, die Naseninfektionen eben auch speziell, kurz die Halsschmerzen und dann den großen Schwerpunkt auf Husten und bronchiale Beschwerden. Ganz wichtig, es sind alle Globulis im Skript drin. Ihr könnt immer im Skript auch nachlesen. Von dem her ist das auch mal ein Ausdruck wert. Das kann man nur empfehlen. Schaut es euch gemeinsam an. Wie bin ich jetzt zur Homöopathie gekommen? Und da gibt es zwei kleine Anekdoten mit dazu. Also ich bin ja eigentlich aus der Forschung. Ich habe ja im Zentrum für Neurowissenschaften in Freiburg promoviert und ich bin natürlich völliger Naturwissenschaftler aus dem FF raus. Ich habe auch meine Doktorarbeit im pharmakologischen Bereich geschrieben, also wo es wirklich um Wirkstoffe und um stoffliche Wirkungen geht. Von dem her habe ich da anfangs schon Kontaktschwierigkeiten gehabt, aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich schon während meiner Doktorarbeit bei einer ganz tollen homöopathischen Apothekerin in Freiburg immer gearbeitet habe. Für die habe ich immer die Notdienste übernommen und samstags mitgearbeitet. Und die hat mir persönlich, weil ich immer so ein bisschen gelitten habe, und einen Blähbauch, das habe ich heute noch, aber ich habe es gut im Griff, hat die mir zwei Tipps gegeben. Einmal das Lycopodium, also die Bärlappsporen in der Potenz D12 als Globuli. Und einmal das Iberogast. Hier das pflanzliche Medikament, sparsam und dosiert eingesetzt. Alkoholischer Extrakt aus der Schafgarbe und vielem anderen. Ganz, ganz toll wirksam, kombiniert mit dem Lycopodium. Für mich was nicht mehr wegzudenken ist. Ich habe es anfangs nicht geglaubt, ich habe es selber ausprobiert. Und für mich ist es wirklich so, ich kann essen gehen, ich kann auch mal in ein Restaurant gehen, ohne danach leiden zu müssen. Früher habe ich da ausgesehen wie ein Heißluftballon, heute geht es super in dem vorbereiteten Lycopodium, die 12, drei Globulis und dann danach, oder manchmal auch davor und danach, je nachdem, wo es hingeht, nehme ich dann das Ibogast mit 30 Tropfen und da komme ich super durch und hilft mir auch sehr, sehr gut. Und wo ich das zweite Mal echt aufmerksam geworden bin, war Cantharis C30, ein ganz, ganz tolles Mittel bei beginnenden Blasenentzündungen für die Damen. Und da war es für mich einfach ganz glockenklar, das ist so oft wieder gekauft worden in der Apotheke, dass ich mir ein eigenes Bild darüber machen konnte, wie hilfreich das sein muss. Denn wir sehen viele Dinge, für mich das schönste Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Vick erste Abwehr.
Riesenmarketing, ganz tolle Werbekampagne im Fernsehen dazu. Da sitzen sie ganz eng gedrängt im Bus und dann niest einer und niest den anderen voll an. Dann sprüht er da sein Vick erste Abwehr in die Nasenlöcher. War ein totaler Hype am Anfang, hat man in der Apotheke ganz oft verkauft. Heute hören wir nichts mehr von dem Produkt. Warum? Weil es nicht wirken kann. Es war ein ganz dubioser Aloe Vera Extrakt für die Nase, den man postinfektiös reinsprühen hätte sollen und dann quasi die Infektion gebremst hätte. Aber wie sagt unser Freund Hirschhausen da dazu, das ist so sinnvoll wie nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr auf eine Packung Kondome zu kauen. Das kann nicht helfen. Und sowas verkaufen wir auch nicht wieder, obwohl es das Marketing den Kunden reindrücken will. Cantares C30 wird nachgefragt, wird wieder nachgefragt und damit ein Wirksamkeitsprinzip aus sich heraus, weil es geholfen hat, holen es die Leute wieder. Und das finde ich tatsächlich eine schöne Geschichte, wo wir eben auch spüren, dass Homöopathie hilft. So sieht er aus, Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, komplett studierter Schulmediziner, also kein Studienabbrecher oder so. Und wenn ihr euch das anschaut, 1841, 86 Jahre alt zu werden, der Mann hat sich ganz viele Gedanken gemacht, um wie funktioniert der Körper, was können Pflanzen, was kann Homöopathie erreichen. Und genau dieses umfängliche Betrachten vom Körper ist mir eine Herzensangelegenheit für euch in der jungen Familie. Wenn wir uns Homöopathika ganz genau anschauen, und das möchte ich euch wirklich auch ersparen, denn so eine Symptomanalyse ist eine ganz, ganz diffizile Sache. Aber eines ist ganz wichtig, und das lernt ihr mit der Homöopathie auch. Das ist eben das genaue Hinschauen. Bei der Schulmedizin haben wir Fieber, Maßgeber und Fiebersenker. Bei der Homöopathie stellen wir ganz viele Fragen. Wie ist das Kind krank geworden? Was haben wir für psychische Symptome? Ist es anlehnungsbedürftig oder ist es eher abstoßend, will seine Ruhe? Schwitzt es kalt und nass oder schwitzt es rot und heiß? Und die ganzen Dinge lehren euch, ein Kind ganz genau anzuschauen. Und bitte respektiert hier auch eure Männer. Denn wir können aus Ausscheidungen sehr, sehr viel lernen. Das, was wir Männer tun, ins Tempo schneuzen und das ganz bewundert anschauen, das ist gelebte Medizin. Wir können an der Farbe von Nasensekret, wir können an der Zähigkeit von Nasensekret ganz viele Rückschlüsse auf ein Infektionsstadium machen. Und das lehrt uns die Homöopathie. Schaut genau hin, betrachtet die Kinder, betrachtet die Ausscheidung, riecht an euren Kindern. Das ist mir persönlich eine ganz, ganz wichtige Herzensangelegenheit. Kinder zu haben, Kinder zu begleiten, Familie zu haben, ist was Körperliches. Und lebt es mit euren Kindern. Wenn ein Kind Halsschmerzen hat, stecke ich dem die Nase in den Mund. Denn ich kann Streptokokken, ich kann bakterielle Infekte riechen. Wenn ich ein verklebtes, zähes Nasensekret habe, das nicht mehr grün oder klar ist, dann weiß ich, okay, da sind Eitelbakterien drin, da sind auch wieder Streptokokken mit drin. Das spricht schon eher für die zweite Stufe, für eine bakterielle Superinfektion. Muss sie wesentlich mehr tun, wird das Inhalieren viel, viel wichtiger. Und deshalb schaut in die Windel, schaut in das Tempo und riecht an euren Kindern, denn ihr werdet ganz viel daraus lernen. Lernt Eiter zu riechen. Wie riecht Eiter? Faulig, gärig tatsächlich. Das kann man tatsächlich auch riechen. Also von dem her, alle Sinne mit benutzen, um eben Kinder gesund zu halten. Auf was ruht die Homöopathie? Auf dem individuellen Krankheitsbild und da wird ganz genau geschaut. Und dann eben auch auf der Ähnlichkeitsregel. Also wir heilen Ähnliches mit Ähnlichem. Habe ich euch gute Beispiele, um das ganz klar euch nochmal klar zu machen. Und dann ist natürlich das Anregen zur Selbstheilung was ganz, ganz Wichtiges. Ich induziere im Körper einen kleinen Impuls, der den Körper mit diesem Symptom konfrontiert und der Körper geht dann selbstständig gegen dieses Symptom vor, das Anregen der Selbstheilungskräfte. Beispiele für die Homöopathie und den heilsamen Reiz. Mein Lieblingsbeispiel. Adium cepa, die Küchenzwiebel. Was passiert, wenn wir Zwiebel schneiden? Zuerst tränen die Augen und irgendwann läuft auch die Nase. Und genau dafür hilft Adium cepa. Wenn wir also wässrigen Fließschnupfen haben, dann können wir mit Adium cepa laut der Ähnlichkeitsregel sehr, sehr gut arbeiten. Das klare wässrige Sekret ist immer ein Kernsignal für Adium cepa. Und genau so funktioniert Homöopathie. Ähnliches, also die Zwiebel, die eben dieses wässrige Sekret auslöst, mit ähnlichem Heilen und dann sind wir schon mit dabei. Zweite tolle Beispiel und hier auch nochmal ganz wichtig, bei der Homöopathie wird nicht gewartet, bei der Homöopathie wird gleich gearbeitet. Und zwar, wenn das erste Symptom auftaucht, wenn eben die Nase läuft, kann ich hier auch mit dazu arbeiten. Natürlich gibt es Rotzkinder, natürlich gibt es Rotzlöffel und da müssen wir natürlich auch mal ein bisschen anders arbeiten. Wenn es wässrig ist, geben wir Adium cepa, kommen wir nachher mit dazu bei der Nase.
Und das passen wir dann auch an und das begleiten wir auch. Und wenn die Nase dauernd läuft, dann bleiben wir da auch mit den Depotenzen ganz gut mit dran und geben das auch mal über längere Zeit. Ganz, ganz wichtig. Pflegen aber hier pflanzlich mit dazu. Zweites Top-Beispiel für die Ähnlichkeitsregel. Kennt ihr die Pflanze hier? Ja, schwierig zu erraten. In der Form kennt sie jeder. Coffea arabica, die Kaffeebohne. Eine ganz, ganz wichtige Heilpflanze in der Homöopathie. Gegen was nehmen wir sie? Gegen nächtliche Unruhe. Denn was macht diese Pflanze in unserem Körper? Sie macht uns wach, sie macht uns fit, sie pusht den Kreislauf und sie lässt uns nicht einschlafen. In der Schulmedizin würden wir bei dem Zustand hier was geben, was gegenteilig wirkt. Wir würden also ein Beruhigungsmittel geben. Auch in der Pflanzenheilkunde würden wir eine beruhigende Heilpflanze auswählen. Und hier zum Beispiel meine Lieblingsheilpflanze, auch gerne notieren für die Erwachsenen, Passiflora, die Passionsblume. Eine ganz, ganz tolle Geschichte bei nächtlicher Unruhe, aber auch bei täglicher nervöser Unruhe ganz, ganz toll wirksam. Oder Melisse, auch eine gute Studienlage. Die können wir hier nehmen, pflanzenheilkundlich. Homöopathisch machen wir genau das Gegenteil. Wir geben eine Pflanze, die uns auftritt, um gegen die Schlaflosigkeit zu arbeiten. Ich denke, ein schönes Bild, wie die Homöopathie wirkt, eben nicht das Symptom bremsen, sondern was ganz hoch verdünnt geben, was das Symptom auslöst, also die Ähnlichkeitsregel. Die Unterschiedlichkeit zur Allopathie, wo wir das Symptom eben dämpfen. Schauen wir uns die Potenzen ganz kurz an. Das ist übrigens gar nicht so wichtig. Spielt mit der Homöopathie und bleibt vor allem bei den Depotenzen, weil dann könnt ihr eben auch spielen. Die Depotenzen sind die niedrigsten Verdünnungen, sind 1 zu 10 verdünnt. Die darf ich auch mal länger geben. Die C-Potenzen, wie es zum Beispiel beim Cantharis C30 gegeben, bei der Blasenentzündung gegeben, gehört habt, die gebe ich nur über kurze Zeiten. Depotenzen gerne mal über Tage, kann sogar mal über Wochen gehen. C-Potenzen liegt länger als 3 bis 4 Tage. Und die auch eher in Absprache mit dem Homöopathen, das kann ich hier immer selber auch mal ausprobieren. Hier fühlen wir uns wohl. Und das sind übrigens auch die, die in unserer homöopathischen Hausapotheke mit drin sind. LM- und Q-Potenzen, die ganz hoch verdünnten, die bitte nur in Absprache mit einem erfahrenen Homöopathen nehmen, dann seid ihr gut versorgt. Das Verdünnen ist was Systematisches, also hier wird ganz gleich gearbeitet, immer wieder wiederholend, also die Verdünnungsschritte folgen aufeinander. Wichtig, hier gehen giftige Eigenschaften verloren, das werdet ihr nachher auch merken, wenn wir mal die Heilpflanzen anschauen, die homöopathisch aufbereitet werden, und es gehen auch allergene Eigenschaften verloren. Also ab der D3 seid ihr vor allergenen Eigenschaften geschützt, ab der D6 zu 100%. Deshalb D6 oder D12 sind eigentlich meine Lieblingspotenzen in der Hausapotheke. Gebt anfangs bitte immer eher stündlich, das finde ich super. Das sehen wir dann auch nochmal hier bei den Dosierungen. D-Potenzen in der Handhabung einfach und schnell, können wir auch mal länger geben. C-Potenzen schneller Wirkungseintritt, genau wie erklärt. Eher für die erfahrenen Eltern oder eine Absprache mit dem Homöopath. Und hier wirklich auch anfangs stündlich arbeiten. Bei den Kleinen, also bis zu einem Jahr, ein Kügelchen. Bei den Größeren bis 2 Jahren, 2 Kügelchen, dann 3 Kügelchen. Später dann bei den 3 bleiben. Bei den größeren Kindern auch, also nicht mehr als 3 geben, wenn wir stündlich arbeiten. Und wenn die stündliche Phase, also die ersten 1, 2 Krankheitstage oder meistens sind es so 1,5 Tage mittags begonnen, dann am nächsten Morgen auch nochmal stündlich weitergemacht. Und wenn wir das dann durchhaben und auch merken, dass es greift, dann gehen wir auf die 3-mal tägliche Gabe runter. Wir können auch vielleicht nur 1, 2 Tage 5-mal täglich machen und dann gehen wir auf die 3-mal tägliche Gabe runter, 2 bis 5 Globuli. Und das könnt ihr wirklich bei allen Krankheitsbildern so machen. Arbeitet zu Beginn eher stündlich. Dann können wir auch die Erstverschlimmerung beobachten. Das zum Beispiel bei Atropa Belladonna merkt man das ganz arg, dass es die Erstverschlimmerung gibt. Und beim zweiten Mal geben wird es eben schon deutlich besser. Und deshalb ist das Stündliche zum Ansetzen wirklich gut. Und ich kann auch in der Akutphase einfach sehr, sehr schnell abfangen. Bei dauernden Symptomatiken, wie jetzt zum Beispiel beim Heuschnupfen oder so, da bleibe ich natürlich bei der 3-mal täglichen Gabe. Aber traut euch auch hier zu spielen. Ich kann dann bei aufflammenden Symptomen auch mal auf stündlich zurückgehen. Ist gar nichts dagegen zu sagen. Habt ihr Fragen zu den Dosierungen? Und zu den Potenzen? Könnt ihr auch gerne nachher nochmal stellen? Ja, einer schreibt im Chat, ich schaue. Bitte, Nadine, was gibt's? Kannst du ruhig das Mikro laut machen oder im Chat schreiben? Also, die Frage ist sehr gut. Was ist der Unterschied zwischen der D6 und der D12? Innerhalb der Potenzen, hier, die D-Potenzen sind die Nummer hinter den Buchstaben. D6
Die D-Potenz gibt also an, ob es eine 1 zu 10 Verdünnung ist oder bei der 10 eine 1 zu 100. Und die D6 wäre also 6 mal hintereinander 1 zu 100 verdünnt. Die D12 wäre 12 mal hintereinander 1 zu 100 verdünnt. Das heißt, die D6 ist die weniger stark verdünnte, somit die weniger stark wirksame Form. Die D12 wäre die etwas potentere Form. Man muss aber ganz klar sagen, in der Hausapotheke ist der Unterschied zwischen D6 und D12 schwer spürbar. Also wir geben sehr gerne die D6, aber die D12 funktioniert oftmals ähnlich. Vielleicht funktioniert sie ein bisschen schneller, aber der Unterschied ist schwer zu erspüren, muss man ganz klar sagen. Bei den D- und den C-Potenzen untereinander ist es ein bisschen klarer. Also die Anzahl der Schritte ist hier entscheidend. Warum ist die größere Potenz problematischer als eine geringere? Sehr gute Frage. Die größere Potenz ist deshalb problematischer, weil die Wirksamkeit nach dem Verdünnungsprinzip eben entsteht. Das, was häufiger verdünnt wird, gewinnt durch die Verdünnung an Wirksamkeit. Vielleicht kann man das am besten erklären, wenn man sich mal die physikalischen Erklärversuche für die Homöopathie anschaut. Wenn man es ausrechnet, ist ab der D6 eigentlich stofflich kaum noch was drin. Aber wenn man sich das Wasser als das wichtigste Lösungsmittel anschaut, also auch in unserem Körper als das wichtigste Lösungsmittel, wenn man sich das anschaut, was passiert, wenn wir ein leeres Globulum heißt es eigentlich korrekt, einfrieren in einem Wasser aufgelöst und wenn wir das Gleiche machen mit einem wirkstoffhaltigen, eben auch mit einem potenteren wirkstoffhaltigen machen, dann passt sich das Wasser dieser Kristallstruktur tatsächlich an. Es sieht anders aus, ob wir ein leeres Globuli drin haben oder eine Potenz drin haben. Und je mehr Verdünnungsschritte gemacht werden, desto krasser ist diese Kristallstruktur verändert, desto größer ist in der homöopathischen Theorie gesprochen der Informationsgehalt. Und von dem her steigt damit auch die Wirksamkeit. Und somit ist höher potent stärker wirksam. Und wir beobachten es tatsächlich auch in der Apotheke. Es gibt immer wieder Homöopathen, die mit Q-Potenzen große Erfahrungen haben. Und da gibt es nur ein Kügelchen. Und die Leute verändern sich darauf. Und das finde ich total faszinierend, auch wenn es physikalisch eben nur indirekt erklärbar ist oder sehr schwer erklärbar bleibt. Aber das ist genau das Prinzip in der Homöopathie. Je stärker verdünnt, desto wirksamer, desto tatsächlich krasser ist auch die Erstverschlimmerung, desto kürzer sollte auch die Zeit sein, die behandelt wird. Deshalb die D-Potenzen eher geben und die C-Potenzen und die NLQ-Potenzen weniger und vor allem in Gemeinsamkeit mit dem erfahrenen Homöopathen. Ich hoffe, damit sind die beiden Fragen gut beantwortet. Wenn nicht, ruhig nochmal im Chat schreiben. Es gibt viele Kritiker auch zum Thema Homöopathie. Da müssen wir auch kurz drauf kommen. Hier ist natürlich immer die Studienlage auch das Problem. Und ich möchte euch gerade mal erklären, dass die eigentlich gar nicht so problematisch ist und dass sie eigentlich auch klar problematischer ist wie in der Schulmedizin. Wenn wir uns mal die großen Reviews anschauen, also Studien, die tatsächlich Homöopathie zusammenfassen, da gibt es viele Studien dazu. Die schwarzen sind die positiven, die überwiegen tatsächlich. Die grauen sind die negativen, also der Balken hier, die sind tatsächlich weniger. Und wenn man es ganz streng anschaut, gibt es wenig Studien, die wir überhaupt in Betracht ziehen können. Weil streng gesprochen sprechen wir von guten Studien, wenn wir mehr als 500 Teilnehmer haben. Das gibt es in der Homöopathie so gut wie gar nicht. Es sind insgesamt nur 15 Studien, die hier reviewartig auch angeschaut werden können. Trotzdem gibt es hier nur positive. Also es ist schon so, dass Homöopathie auch Wirksamkeitsbelege bringt, aber sie bringt es sehr, sehr viel schwerer. Warum? Weil natürlich in der Homöopathie gegen Fieber nicht nur ein oder wenige Mittel und nur ein Wirkungsmechanismus besteht, sondern bei Fieber, wie vorher angesprochen, im Wirkungsmechanismus gebe ich eben zig verschiedene Mittel, angepasst auf das Kind. Und damit ist die Vergleichbarkeit und die Fallzahl zu generieren viel, viel schwerer. Ich kriege nicht so viele Kinder, die genau das gleiche Symptombild aufweisen. Es gibt aber eine sehr, sehr gute Studie zum Thema Homöopathie und das ist die hier, die habe ich auch selber im Originaltext ganz genau angeschaut. Ein Anästhesist aus Kanada hat diese Studie entwickelt. Er hat sich die Kinder angeschaut, die nach einer OP waren. Und wenn wir uns in die Lage reinversetzen wollen, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon erlebt, entweder beim Kind oder bei sich selber, was passiert nach der OP? Wir wachen auf, wir sind verwirrt, wir können uns schlecht sortieren. Und genau daher spricht man auch von der postoperativen Unruhe, übrigens auch oft mit Fieber verknüpft. Und da passt das, was wir gleich nachher auch hören, Aconitum sehr, sehr gut dazu. Aconitum in der Potenz D4 hat er hier genommen. Wir nehmen es meistens in der D6, interessanterweise Kanada nimmt noch niedrigere Potenzen. Und er hat sich das angeschaut und hat gesehen, dass hier signifikante Besserung da war. Und der hat harte Parameter benutzt, also Puls, für das Thema Unruhe, Sauerstoffsättigung, für das Thema ausgeglichene Atmung
Und der konnte wirklich sehen, dass diese postnarkotische Unruhe mit der homöopathischen Begleitung durch Globulis mit Aconit tatsächlich wirksam war. Bei der Hyperaktivität gibt es auch Studien, die durch eine homöopathische gezielte Therapie eine Besserung bringen. Auch übrigens spannend in Begleitung mit der schulmedizinischen Therapie. Es gibt aber auch Homöopathieversager, zum Beispiel die Intervallbehandlung bei Asthma. Hier komme ich eben um ein inhalatives Kortikoid nicht rum. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst auch die Lungen verhärten und weil sich sonst die Probleme im Alter aufaddieren. Ich kann hier schon begleitend homöopathisch vielleicht auch Nebenwirkungen abfangen, vielleicht auch die Häufigkeit der Notfallmedikation etwas nach unten drücken, aber eine alleinige Behandlung mit Homöopathie bei Asthma würde ich auch nie ans Gut heißen und finde ich auch als skeptisch zu betrachten. Aber begleitend zum Beispiel nach einem Eingriff, warum nicht? Also Fallzahlen zu generieren ist ganz, ganz schwierig. Deshalb ist es eine individuelle Therapieform und wir kriegen wenig Fälle zusammen. Deshalb halten die Studien in der Homöopathie eben schlecht mit den Studien in der Schulmedizin. Äpfel mit Birnen vergleichen ist damit schwierig und die strengen Maßstäbe an die Homöopathie sind hier einfach dann auch schwierig zu halten. Gut, Homöopathie überzeugt auch mich jeden Tag. Bestes Beispiel, Arnika C30. Hier nehmen wir auch mal wieder eine C-Potenz bei frischen Stürzen. Jede Mutter wahrscheinlich schon ausprobiert. Ich habe es im Skikurs immer wieder mit in der Hosentasche und es funktioniert einfach Bombe. Auch bei Heimweh übrigens, das Annika hat auch so eine leicht entspannende Komponente. Also auch da kann man es sehr, sehr gut einsetzen, wenn man mit den Kindern mal länger unterwegs ist und die Mama eben nicht dabei ist. Gut, dann steigen wir jetzt voll ein. Jetzt wird es ganz, ganz konkret und dafür jetzt auch mit dem Skript nutzen. Ihr habt unten auch mal mit die Seitenzahlen, könnt ihr eure Anmerkungen, falls nochmal was begleitend mit dazukommt, auch sehr, sehr gern dann mit notieren. So, fieberhafter grippaler Infekt und hier unterscheiden wir wirklich das, was typisch ist für unsere Kleinen, nämlich dieser plötzlich beginnende fieberhafte Infekt. Das unterscheidet sich ganz, ganz stark von dem Infekt bei einem Erwachsenen, wo man oftmals schon spürt, dass was im Anzug ist. Die Kinder, weil das Immunsystem schnell reagiert und vieles noch nicht kennt, haben diese Anflutungsphase gar nicht. Die geben wir wirklich morgens fit in den Kindergarten und holen sie mittags krank ab. Und diese Klasse von Infekte können wir eben super begleiten mit dem Aconit, gerade aus der postoperativen Unruhestudie gehört, und dem Belladonna. Schauen wir sie uns genau an. Aconit, was steckt dahinter? Der blaue Eisenhut, eine giftige Pflanze, die eben durch die Verdünnung die Giftigkeit verliert, aber die tolle homöopathische Eigenschaft gewinnt. Aconit immer verbunden mit genau diesem Bild hier. Fahle, blasse Gesichtsfarbe. Es ist ein Mittel des Anfangs, wenn wir sie abholen, wenn sie ganz blass sind, wenn sie tatsächlich hier schwer dabei sind, mittendrin im Beginn des Infekts. Sie sind unruhig, sie sind quengelnd, sie sind ängstlich, sie frieren. Manchmal haben wir auch einen schnellen Fieberanstieg mit dabei. Der hier würde schon auf einen Präparatewechsel dann auch hindeuten. Und hier wäre eben Aconit bei diesem plötzlich beginnenden, mit der Blässe verbundenen Infektbeginn ganz, ganz toll. Stündlich gegeben, wie vorher bei der Dosierung auch schon erwähnt. Damit können wir das wirklich gut abfangen, das plötzlich dominiert. Schlafstörungen, Ängstlichkeit sind oft begleitende Symptome und ganz tolle in der Erwachsenenheilkunde, auch bei Nervenschmerzen, zum Beispiel auch bei der Gürtelrose, können wir Aconitum sehr, sehr gut begleitend mitgeben. Wenn diese schnelle Aconit-Phase abklingt, also wenn man dieses Plötzliche ist hier ganz, ganz wichtig beim Aconit, dann geht es in die zweite Phase, das wäre dann die Belladonna-Phase. Aber da möchte ich vorher noch was einschieben, deshalb flippe ich jetzt hier ein bisschen hinterher. Es gibt ein paar wichtige begleitende Dinge oder vielleicht sogar alternative Dinge. Ich würde sogar eher sagen begleitende Dinge. Wir haben zwei verschiedene wichtige Dinge, die wir hier mit erwähnen müssen, nämlich die zwei ganz bedeutenden für die Hausapotheke, das Paracetamol und das Ibuprofen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wann wir eher das Paracetamol benutzen und wann eher das Ibuprofen? Hat da jemand eine Idee dazu? Okay, die Ideen sind jetzt nicht allzu üppig. Dann würde ich dem mal vorgreifen, indem wir es uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Paracetamol und Ibuprofen. Eigentlich wunderbar zu erklären an dem Gewebe hier. Wir haben hier ein entzündetes Zäpfchen und eine entzündete Mundschleimhaut zu sehen. Bei Entzündungen wird man immer eher zum Ibuprofen greifen. Bei
Dingen, die mit dem Bauch verknüpft sind, eher zum Paracetamol. Also wenn die Magenschleimhaut oder auch Bauchschmerzen mit dabei sind, ist es eher mit dem Paracetamol zu behandeln. Gerade auch bei den jungen Damen, wenn mal Regelbeschwerden oder sowas kommen oder auch krampfartige Bauchschmerzen im Kinderbereich mit dabei sind, wo man nicht ganz ausschließen können, dass auch die Magenschleimhaut mit betroffen ist, kann das Paracetamol wichtiger sein. Wenn Entzündungen mit dabei sind, egal ob Nasennebenhöhlen oder auch Ohr, dann eher das Ibuprofen. Hintergrund ganz einfach, Ibuprofen ist ein saurer Wirkstoff. Und saure Wirkstoffe reichern sich in diesem Gewebe hier an, weil entzündetes Gewebe sauer wird. Der Körper reichert hier Entzündungsstoffe an und sorgt dafür, dass das hier eben rot wird, anschwillt und heiß wird, sich Viren durch die Hitze nicht so gut halten können. Und durch die Säure reichert sich das Ibuprofen hier an und kann antientzündlich wirken, weil es diese Entzündungskaskade unterbricht. Paracetamol ist nicht sauer und reichert sich hier auch nicht an. Aber weil es sauer ist, haut es eben auf die Magenschleimhaut des Ibuprofen und das tut das Paracetamol nicht. Und damit können wir zurückgehen. Ibu immer dann, wenn Entzündungen mit dabei sind, der Magen aber gut und stabil ist. Paracetamol immer dann, wenn der Magen eben nicht stabil ist. Wichtig ist, dass man eigentlich beides in der Hausapotheke hat, weil auch mal der Wechsel sinnvoll sein kann. Gerade wenn es Richtung Fieberkrampf geht oder in Richtung Krampfneigung geht, kann der vierstündliche Wechsel beziehungsweise dann der zweistündige Wechsel sogar mal vom Paracetamol zum Ibuprofen wichtig und gut sein. Wir haben übrigens zum Aconit auch nochmal eine tolle homöopathische Alternative, finde ich auch einen sehr, sehr guten Tipp. Gerade bei den Säuglingen, Vivocol-Zäpfchen, von den Hebammen sehr, sehr gerne empfohlen. Beim Zahnen wichtig, bei plötzlichen Fieberanstiegen wichtig, bei nächtlicher Unruhe wichtig. Infludoron, ein ganz tolles Komplex-Homöopathikum, wo zwei Sachen drinstecken. Ich glaube, da kommt die Frage. Ja, Vivocol auch beim Zahnen, ganz wichtiges Begleitding, weil hier eben auch das Einschießen der Zähne Entzündungen setzt und das Vivocol über die komplexhomöopathische Zusammensetzung vom Zäpfchen eben auch super entzündlich ist und das Abschwellen von der Schleimhaut auch mit verursacht. Also Vivocol, homöopathisch, antientzündlich, fiebersenkend, Ruhe induzieren und deshalb beim Zahnen ganz, ganz wichtig. Infludoron, bei Halsgeschichten super, bei Bagatellen, Influenzen, also bei, oder, ne, Influenzen falsch gesagt, Entschuldigung, eher bei den fieberhaften grippalen Infekten, also nicht bei der echten Influenza, da kann das Infludoron richtig gut punkten. Ferrum Phosphoricum mit drin und eben auch Apis, lernen wir beide noch kennen, zwei wichtige Homöopathika, die hier kombiniert drin sind und ganz wichtig bei beginnenden Infektionen. Wickel finde ich ganz toll, warme Wickel, kalte Wickel eher bei fiebrigen Kindern. Das heißt Raumtemperatur, bitte keinen Eis oder sowas nehmen, sondern wirklich nur Raumtemperatur und Verdunstungskälte. Warme Wickel oft dann, wenn die Kinder tatsächlich auch frösteln, dann kann man die mit gut nutzen. Die Nase offen halten, um dem Etagenwechsel vorzubeugen, ganz, ganz wichtig. Und hier sind die Kindernasensprays ganz, ganz toll, eben auch gerne mal mit dem Bepanthen mit drin. Ich zeige euch nachher eine tolle Folie zum Etagenwechsel. Hier sind wir schon. Warum ist mir das Nasenspray, gerade in den ersten Infektphasen, wo wir das Aconit nutzen, so wichtig? Wenn hier dieses Schleimhautgewebe durch diese Rhinoviren, die gerade diese Anfangsinfektion induzieren, anschwillt und die Nase zugeht, geht diese Pforte hier auf. Damit trocknet diese obere Rachenschleimhaut aus. Und die Pforte reißt auf, damit Bakterien hier eindringen können. Und dann haben wir den sogenannten Etagenwechsel. Das, was ursprünglich hier oben war, rutscht nach unten über die Halsschleimhaut in die Bronchien mit rein. Und so kriegt man eben aus einer Rhinosinusitis, die eigentlich nur viral bedingt war, oft dann die bakterielle Tonsillitis, also die Mandelentzündung, bis hin zur Bronchitis. Und das ist eben gut, wenn wir das hier oben abfangen können, durch das Öffnen der Nase, im besten Fall mit dem Kochsalzspray, aber auch gerne mal mit einem wirkstoffhaltigen Nasenspray mit dazu. Je weniger, desto besser, aber genug, dass eben nächtlich vor allem auch die Nase frei sein kann, plus Inhalation. Beim Säugling eben sehr, sehr gerne auch mal einfach die nassen Handtücher übers Babybett, um die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten. Vielleicht auch mal ein Barbix-Inhalat zum Aufreiben auf die Brust. Das hilft eben sehr, sehr gut, um hier die Atemwege zu befreien. Hier mein Lieblings-Nasenspray ohne Wirkstoff bei den Kindern. Das Emser gibt es als normales Spray, das so nach oben funktioniert, eben auch. Oder dann eben die Emser-Nasentropfen, die upside down gehalten werden, also wie es hier im Bild eben ist, beim Wickeln auch sehr, sehr gut funktionieren oder beim Schlafen sehr, sehr gut funktionieren. Es kommt immer nur ein Tropfen raus, also schießt keinen Sprühstoß raus. Das mögen die Säuglinge auch deutlich lieber, aber die kleinen Kinder mögen das deutlich lieber, weil es nicht so schnell nach oben läuft.
Das wäre wirkstofffrei, wirklich nur zum Befeuchten, aber schon leicht abschwellend, weil das Emsersalz mit Kaliumhydroxid einen basischen pH-Wert aufweist und somit die Schleimhäute auf einem natürlichen Weg leicht abschwillt. Mit Wirkstoff gibt es das Ganze auch schon für die Babys ab dem ersten Lebensjahr. Das wäre das Nasidin Sanft. Eben beide konservierungsstofffrei und ganz toll geeignet, um die Nase frei zu halten. Auch ganz wichtig, wenn ihr mit den Kleinen fliegt, nehmt bitte immer einen wirkstoffhaltigen Nasenspray mit. Denn die tun sich leichter mit dem Druckausgleich, wenn die Nasen offen sind und durch die trockene Flugzeugluft geht es bei den Kindern ratzfatz, dass die Nasen zugehen und dann atmen die euch nur noch durch den Mund und können fast gar keinen Druckausgleich mehr machen. Deshalb beim Fliegen unbedingt ein wirkstoffhaltiges Nasenspray reintun. Sonst gibt es mal Schreikinder im Flugzeug und das ist echt unangenehm. Schnuller mit rein oder auch vielleicht mal einen Keks in die Hand, dass sie kauen können. Das hilft auch. Zweites Mittel, Belladonna. Und wir sehen hier den ganz klaren Unterschied. Die vorher war blass, der hier ist rot. Und Belladonna ist immer das, was mit Hitze in Verbindung steht. Folgt auf Aconit. Nicht eitrige Infektionen, also wir sehen hier nur keine Veränderung von der Nasenschleimhaut, wir sehen nur keine Veränderung vom Rotz auf gut Deutsch. Das ist nach wie vor ein klares Sekret, aber der Kopf ist eben rot und geschwollen. Sie sind schwitzig, sie haben eine rote Schleimhaut, Hitze und Röte mit drin. Und ich kann eben so ein Belladonna eben auch mal wunderbar kombinieren mit einem Fiebersaft. Und das darf ich auch, das ist ganz, ganz wichtig. Halsschmerzen kann es auch gut funktionieren, gerade wenn es rot und gerötet ist. Habe ich aber nachher nochmal was Besseres nochmal mit dabei. Und begleitend bei Verbrennungen, auch da hat es eine ganz, ganz gute Berechtigung, wenn doch mal was passiert ist, am Kachelofen oder am Grill, da kann das Belladonna eben auch eine ganz, ganz gute Wirksamkeit mit sich bringen. Gut, was sind wichtige Alternativen bei diesen eitrigen, roten Entzündungen? Das Ibuprofen in Form von Nurofensaft zum Beispiel oder andere Ibuprofensäfte, 2% oder 4% mit eben der antientzündlichen Eigenschaft und deshalb gegen Röte und Hitze und Entzündung gut wirksam, die kalten Wickel. Auch was ich ganz toll finde, der Salbeitee. Ganz tolle antibiotische Eigenschaft, wirkt sehr, sehr gut pflanzlich gegen Bakterien. Wenn es den Kindern nicht schmeckt, auch gerne mal als Scholle mit einem Apfelsaft oder einem Traubensaft, da kriegt man das auch mal in die Kinder rein. Vor allem bei Halsschmerzen toll. Dann das Inhalieren bei den kleinen Kindern mit dem Handtuch über dem Wickel, wenn sie ein bisschen größer sind, gerne mit dem Inhalator. Wir empfehlen das sehr, sehr gerne den von Omron. Der ist schon einen Tick besser als der Pariboy. Der Pariboy ist auch gut. Der Omron ist schon ein bisschen besser, kleinere Teilchengröße und ein bisschen günstiger. Und dann eben auch der sinnvolle Einsatz vom Nasenspray. Egal, ob es von Ratiopharm ist oder von Nasig oder was auch immer. Gut ist immer, wenn noch Pantenol mit drin ist, also Pantenol. Gibt es den Nasenduo von Ratiopharm oder den Nasig als Originalpräparat. Die funktionieren natürlich gut. Nicht länger als eine Woche am Stück bei der dreimaligen Anwendung pro Tag. Beim Allergikerkind, wenn ich es mal nur zum Abend nehme, kann ich es auch mal länger als eine Woche machen, aber man muss wirklich aufpassen, dass sich die Schleimhäute nicht dran gewöhnen. Deshalb, die Dosis macht das Gift. Wenn es passiert, schnell reagieren und wirklich auch geben, damit die Nase aufgeht, der Mund zubleiben kann und eben der Etagenwechsel nicht passiert und das Ganze mit dem Inhalieren unterstützen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es hier abfangen und es nachher nicht hier landet oder auf den Ohren. Und von dem her gleich mitschaffen. Ferrum Phosphoricum, ein ganz tolles Mittel bei Infekten, die ich nicht klar der Aconit oder der Belladonna-Phase zuzuordnen kann. Aconit plötzlich und blass, Belladonna rot und heiß. Dann kann ich hier wirklich Ferrum Phosphoricum nehmen. Das kann ich auch zur Immunaufbaukur nehmen, da komme ich gleich mit dazu. Bei Ohrenschmerzen und bei Halsschmerzen auch ein leichtes Homöopathikum, was eine gute Wirksamkeit tut. Ist übrigens das, was im Inflodoron neben dem Apis, also das Bienengift in homöopathischer Form, mit dabei auch sehr, sehr gut funktioniert als Komplexhomöopathikum bei den Ohren- oder Halsschmerzen. Ich kann es geben bei Infektanfälligkeit, da gebe ich es dann kurweise, erkläre ich euch gleich. Und was gibt es nur dazu als wichtige pflanzliche Alternativen? Ich mag sehr, sehr gerne das Umcaloabo, gerade bei den festsitzenden Hustenreizgeschichten, Cap Pelagonie als afrikanische Heilpflanze, die wirklich sehr, sehr gut im Glas, also in vitro viral funktioniert und eben auch bei Menschen sehr, sehr gut antiviral funktioniert. Bitte nur in Tropfenform verwenden. Die Tabletten sind wesentlich weniger stark wirksam, weil sich da die tatsächlich wirksamen Teile nicht so gut aus der Pflanze lösen. Gibt es in der Zwischenzeit auch schon von Ratiopharm und günstigeren Formen, die funktionieren auch sehr gut. Aber benutzt hier die flüssigen Formen. Geht leider erst ab 4. Immer nur kurzzeitig anwenden, weil bei langfristiger Anwendung, wenn wir das länger als 3 Wochen machen würden, würde das auf die Leber hauen. Aber für diese erste Woche super und immer empfehlenswert bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen.
Toxilogus ist eine pfiffige Kombination aus Heilpflanze und Homöopathikum. Da ist nämlich der Sonnenhut als Urtinktur drin, also unverdünnt und stark wirksam. Und zwei, drei andere homöopathisch wirksame Substanzen auch in Tropfenform zu bewerkstelligen. Finde ich ganz toll, gerade wenn ich einen plötzlichen Beginn habe, kann ich das eben auch mal nehmen. Geht aber leider erst ab 8, die Kügelchen gehen ab 0. Das muss man ganz klar wissen. Esperitox, ganz toll pflanzenheilkundlich. Eine schöne Geschichte als Immunstimulanz zu verwenden. Und für mich so die letzte Wahl vom Antibiotikum, echt eine ganz tolle Geschichte. Dann Tees eben, Salbeitee ganz bevorzugt, auch als Schorle zu benutzen. Sind ganz tolle, wertvolle Alternativen, die pflanzenheilkundlich die Homöopathie ergänzen können. Bei Erwachsenen gibt es noch was, das Camphora D3, das ist bei plötzlich beginnenden Infektionen toll, wenn man total schnell abgeschlagen ist. Und das Eupatorium, ein seltenes Homöopathikum, was bei nasskalter Witterung und Zerschlagenheit sehr, sehr gut wirkt. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr euch wirklich so eine nasse Erkältung zugezogen habt, das bringt wirklich Wärme in den Körper und man fühlt sich deutlich besser, kann man selber auch mal testen. Aber die zwei eher beim Erwachsenenbereich, nicht für die Kinder. Das ist ziemlich wichtig für die Familie. Jetzt haben wir noch die Infektprophylaxe. Wie gehe ich also damit um, wenn mein Kind dauernd krank ist? Auch hier kann ich homöopathisch sehr gut unterstützen. Und da habe ich euch zwei Bilder dabei. Einmal die klasse Pippi Langstrumpf, die auch ein bisschen schlank ist und ungern isst. Und einmal den Wonneproppen, den ihr hier seht. Der hat eher eine gute Gesichtsfarbe und hat gern Appetit. Sieht man an seinen Rundungen. Die zwei kriegen unterschiedliche Homöopathika als Kur verabreicht zum Immunsystem stärken. Die Pippi, was kriegt sie? Ferrum Phosphoricum, auch in der Hausapotheke schon mit drin gewesen. Bei ständigen Erkältungen, wo die Mittelohrgeschichte mit dabei ist, sehr, sehr gut wirksam. Essen ist einfach ein Thema, was immer zu Diskussionen führt und die blasse Farbe dominiert. Da ist Ferrum Phosphoricum unerreicht und sehr, sehr gut wirksam. So. Was haben wir denn noch mit dabei? Ja, die Dosierung, ganz wichtig, das ist was, was ich durchgebe, 4 Wochen. Und zwar mit 3x3 bis 3x5, auch bei den Kleinen hier ganz schon 3x3 bis bei den Größeren 3x5 dann. 4 Wochen lang geben, eine Woche Pause und dann das nochmal 4 Wochen wiederholen. Ist übrigens beim Calcium Carbonicum, also bei unserem Wonneproppen-Immunaufbau, ganz exakt gleich. Der gern isst und häufig krank ist und häufig Schnupfen hat, kriegt Calcium Carbonicum als Aufbau mit Kügelchen. Und zwar vor allem, wenn die Nase beteiligt ist. Beim anderen sind es die Ohren, die häufig mit zum Problem werden. Hier ist die Nase im Mittelpunkt. Gut. Die Wonneproppen stehen da im Fokus. Und ich würde übrigens auch, wenn ihr ein Nasenkind habt, eher beim Calcium Carbonicum bleiben und würde bei den Ohrenkindern auch beim Ferrum Phosphoricum bleiben, auch wenn sie es vielleicht mal vom Appetit und der Konstitution ein bisschen anders darstellt. Also auch die schlecht essen und gerne Rotznasen haben, die sollten auch beim Calcium Carbonicum besser beraten sein. Ich kann es dann auch mal mischen, ist ja auch möglich. Genau. Gemüseanteil in der Ernährung hoch, ganz wichtig bei unseren Immunkindern. Obst bewusst einsetzen. Dann haben wir noch drei Empfehlungen, die das Immunsystem ein bisschen aufbauen. Die Immunlogis habe ich euch extra mitgebracht. Finde ich das Beste, geht ab einem Jahr, ist flüssig und funktioniert vor allem bei den Kindern, die schlecht essen, sehr, sehr gut. Ein hoher Vitamin-D-Anteil, ein ausreichender Vitamin-C-Anteil, das Kolostrum nochmal, ein Kälber-Extrakt von der Erstlingsmilch für den Kälber, ganz hoher mineralischer Anteil. Es ist ein Algenpräparat nochmal mit drin und unterschiedliche mineralische Geschichten. Zink und Selen, beides mit drin und super dosiert. Sieht eklig aus, schmeckt aber gut und geht bei den Kindern ganz unproblematisch. Schmeckt süßlich nach Orange, ist deutlich besser als das hier, das Orthomol Immun Junior. Ist ein ganz hochdosiertes Präparat. Wird aber oft nicht gut akzeptiert aus unserer Erfahrung. Deshalb empfehle ich lieber das oder das gute alte Sanostol. Das schadet ziemliche Zuckersauerei, da ist ganz viel Zucker mit drin, aber es wirkt und es ist auch ganz gut von der Vitaminzusammensetzung her. Aber das Immunologes wäre mein Top-Tipp da. Gut, was machen wir bei unseren Ohrenkindern? Müsst ihr euch nur zwei Sachen merken. Einmal das Apis und einmal das Silicea, könnt ihr am Skript immer nachlesen. Mir ist ganz wichtig, dass ihr jetzt nochmal eure Aufmerksamkeit herbeamt sozusagen. Wie entsteht so eine Mittelohrentzündung? Der Kernpunkt entsteht eigentlich hier, indem die vergrößerte Rachenmandel, die eben auch hier durch die Nasennebenhöhlen nach innen gedrückt wird, also auch hier wieder das Anschwellen der Nasenschleimhaut und der Rachenschleimhaut über die erste virale Infektion, verlegt hier die sogenannte eustachische Röhre, also die Verbindung zwischen Mundraum und Trommelfell,
Also Ohrinnenraum, das ist hier verbunden über die eustachische Röhre. Und das wird durch dieses Anschwellen im rhinonasalen Bereich, wird das hier über das Anschwellen der Rachenmandel, das parallel stattfindet, dann verlegt. Es gibt einen abgeschlossenen Raum, der flüssigkeitsgefüllt ist und bei 37 Grad bebrütet wird. Also da gibt es super schnell bakterielle Infektionen rein. Und dann haben wir natürlich das Problem. Das heißt auch hier, wenn ich sinnvoll mit dem Nasenspray umgehe, wenn ich gut abschwelle, wenn ich gut durchfeucht, kann ich dieses Anschwellen hier minimieren. Das hier bleibt offen und die Infektionswahrscheinlichkeit wird geringer. Also auch hier nächtliches Nasenspray mit inhalieren, mit einer guten, vielleicht auch lutschbasierten Therapie, damit die Rachenmandeln abschwellen, ganz tolle Geschichte, können wir sowas auch vermeiden. Wie begleiten wir es homöopathisch? Über Apis mellifica. Funktioniert prima. Wirklich das wichtigste Homöopathikum bei den Ohrenkindern. Gerne auch mit dem Ferrum Fuss kombinieren. Dann habt ihr so das Infludoron. Das ist genau das. Und das funktioniert echt prima bei den Ohrenkindern. Sogar so gut, dass bei uns Apothekenkinder, also Kinder von Angestellten, um diese Paukenröhrchen rumgekommen sind. Das ist vielleicht ganz interessant. Die Paukenröhrchen kommen hier rein und entlüften dann das Trommelfell nach außen. Und damit findet es hier auch nicht so gut statt. Hält bloß nicht zu 100% und man will nicht unbedingt immer die Röhrchen, die Kinder operieren. Deshalb ruhig mal probieren, Kombinationstherapie Ferrum Fuss als Kur mit dem Apis mellifica und vor allem bei ersten Anzeichen. Wenn das Nasenspray gegeben wird, wenn ihr ein Ohrenkind habt, fangt sofort mit dem Apis mellifica an. Dann können wir nämlich die Schwellung rauskriegen und können die Wassereinlagerung rauskriegen und damit verhindern wir diese Infektion. Funktioniert übrigens auch bei allem anderen, was wassergefüllt ist und anschwillt. Also auch beim Stich zum Beispiel ein ganz tolles Homöopathikum, das Apis mellifica. Das zweite braucht ihr eigentlich euch nur merken, wenn ihr ältere Kinder habt, die mit dauernden Mittelohrentzündungen kämpfen. Da ist das CDC ja ganz gut. Und auch das hier in Kombination mit dem Ferrum Fuss als Dauerkur gegeben. Das wäre sehr, sehr gut und sehr, sehr wirksam. Gut. Gibt es Fragen zum Thema beginnende Infekte oder Mittelohrentzündungen? Super. Ich brauche ein bisschen länger als gedacht, aber wir sind jetzt schon ganz gut im Rennen. Jetzt kommt nämlich dann gleich das nächste Thema, wenn wir hier die Alternativen dazu besprochen haben. Was kann ich machen? Hier wiederum der Nasenspray, damit die Rachenmandel klein bleibt. Viel schon befeuchtend Mittel zuarbeiten, weil dann die Rhinoviren einfach keine Chance haben. Abschwellend arbeiten. Das Otovoven als tropfenbasiertes Komplexhomöopathikum zum Begleiten von den Ohrenkindern, das Ibuprofen rechtzeitig gegeben, um auch die Entzündung auszugeben, inhalieren, Luftfeuchtigkeit und wenn ich weiß, dass mein Kind zu Mittelohrenentzündungen neigt, eben auch bei Kälte, bei Temperaturen unter 15 Grad wirklich auch früh mit einem Stirnband beginnen, gerne mit einem leichten Stirnband beginnen oder auch mit einer Mütze beginnen, damit wir hier eben auch die Wärme drin haben und eben die Ohren nicht zu stark auskühlen. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Schnupfen, Nasen, Nebenhöhlenentzündungen, wie gehen wir da damit um? Und das werdet ihr merken, das ist wie in der Homöopathie ganz oft eine aufsteigende Kaskade. Wenig stark oder wenig schlimm, schlimmer. Also die Krankheit steigert sich hier nach oben und damit auch die Auswahl der Mittel. Und das schauen wir uns jetzt nochmal in aller Ruhe an. Aliumcepa. Was ist bei den oberen Atemwege nochmal wichtig? Aliumcepa wäre das erste Mittel, ganz klar. Die oberen Atemwegsinfektionen sind gut homöopathisch und gut pflanzlich therapierbar. Und das Inhalieren bringt nur richtig viel. Es ist niemals nur die Nase betroffen. Also es gibt keinen Rhino-Infekt, sondern immer nur einen Rhino-sinoviralen Infekt. Das ist ganz wichtig. Die Amerikaner drücken das auch immer so exakt aus. Also nicht nur die Nase ist befallen, sondern immer auch die Nasennebenhöhle und damit auch immer die Rachenmandel, die mit in Gefahr steckt. Sekretolyse, also das Lösen von Schleim, als schulmedizinisch wichtigste Geschichte, können wir homöopathisch und pflanzlich eben auch gut erreichen. Und wir können eben homöopathisch eben nicht nur das eine erreichen, was ich hier eben durch das ACC oder durch das Mucosolvan machen würde. Hier habe ich immer einen Multitarget-Effekt, also nicht nur das Schleimlösen steht im Fokus, sondern ganz oft eben auch noch wichtige Begleiteffekte, Antientzündlichkeit etc. Und ich kann homöopathisch immer auch zusätzlich arbeiten, wenn eben ein Antibiotikum nötig wurde, oder ein schwerwiegenderes Medikament. Aliumcepa, bei der banalsten Form der Naseninfektion, wenn der bessere Gefliesschnupfen da ist, wenn noch keine Bakterien mit dabei sind. Wichtig, Aliumcepa wirkt sowohl beim allergisch bedingten als auch beim viral bedingten. Und da müsst ihr früh loslegen. Also wenn das klare Sekret kommt, sofort mit Aliumcepa beginnen, gerne auch stündlich, gerne auch mit wenig Globuli. Kann wirklich beim kleinen Kind mit einem beginnen, beim größeren Kind mit drei. Und es darf ja auch bis zu fünf
hochnehmen und kann das stündlich durchziehen. Wässrig und klar. Jetzt kommt eine kleine Geschichte aus der Apotheke. Wie erkenne ich, wenn die Allium-CPA-Phase rum ist, wenn ich wechseln muss, also wenn das Sekret schon sich verändert hat? Und da erzähle ich immer sehr, sehr gerne die Geschichte, die uns allen in der Apotheke einmal pro Jahr mindestens passiert. Und zwar, das ist dann, wenn wir gar nicht mehr auf die Mutter gucken können, wenn das Kind auf dem Arm ist, sondern nur noch auf das Kind gucken können. Und zwar ist es bei uns das oft bekannte Rotz-Jojo. Das kennt ihr sicher auch alle von euren Kindern. Wenn beim Ausatmen sich so eine kleine Rotzfahne quasi löst und wenn die Kinder wieder einatmen, schnappst diese Rotz wieder nach oben, das ist schon kein wässriger Fließschnupfen mehr. Da ist schon Zähigkeit mit drin. Da ist schon eine Farbveränderung mit drin und dieses Rotz-Jojo ist also ein ganz wichtiges Markenzeichen für bakterielle Superinfektion. Das Kind mit dem Rotz-Jojo hat schon Bakterien in der Schleimhaut mit drin und das wird anders therapiert. Da arbeiten wir nicht mehr mit Allium-CPA, da ist jetzt Sambucus Nigra gefragt. Auch wiederum ein Akutmittel. Es geht beim weiß-gelblichen Schleim, der sichtbar verfärbt ist und nicht mehr klar ist, sehr, sehr gut. Hier eben der Rotzlöffel als quasi Schlüsselsymptomatik mit dazu. Es ist viel Nasenschleim und ich kann das Sambucus Nigra auch immer zum Nasenspray mit dazu kombinieren. Kochsalzlösung auch hier wieder parallel zum Befeuchten mit einsetzen. Und nehmt es wirklich ernst, weil das Befeuchten ist eine ganz, ganz wichtige begleitende Therapie. Der Emser-Nasenspray ist Gold wert und den müssen wir oft benutzen, gerade bei den Kleinen, wenn sie nur liegen. Das hilft ihnen ganz, ganz arg. Das Kaliumbichromikum ist dann das Mittel, das schon kommt, wenn ihr eure Kinder beim Spielen beobachtet. Wenn die sagen, oh Mama, mir tut es weh, wenn ich den Kopf nach unten nehme, dann ist Kaliumbichromikum das richtige Mittel. Da ist also der Rotz schon gar nicht mehr fließfähig. Das bleibt hier oben drin. Und da hilft das Kaliumbichromikum richtig, richtig gut, wenn die Nasennebenhöhlen verlegt sind. Da kann auch schon der Hustenreiz mit dabei sein. So, und wenn es nochmal schlimmer wird, dann haben wir Cinnabaris. Das ist dann, wenn die Stirnkopfschmerzen mit dazukommen, wenn es also ganz nach oben gerutscht ist und wenn es richtig komplett verklebt ist. Und das ist eine homöopathische Kaskade. Allium-CPA fließend, Sambucus Nigra flexibel, aber noch fließend, Kaliumbichromikum beim Festen und Cinnabaris, wenn es richtig oben drin sitzt. Hier 4 Stück zur Auswahl, die wir eben nach Schweregrad und eben auch passend zum Schweregrad auch mit dazugeben. Das ist übrigens auch leicht schmerzlindernd, das Cinnabaris. Habe euch nur eins mitgebracht, was beim allergischen Kind ganz furchtbar gut hilft. Das ist das Lufa, die Schwammgurke. Also immer dann, wenn der Schnupfen allergisch bedingt ist, Allium-CPA, wenn es fließt, Lufa, wenn es die Nase juckt und wenn die Nase so betroffen ist. Also beim Jucken sehr, sehr gut wirksam. Lufa gibt immer Freiheit und macht Luft. Machen wir auch ein eigenes Nasenspray draus, wenn wir jemanden vom Nasenspray entwöhnen müssen. Weil, und das ist ganz, ganz wichtig, das Nasenspray macht eben die Gewöhnungssituation. Wenn wir das länger als eine Woche am Stück geben, in der hohen Dosierung, wird eben die Nasenschleimhaut dran gewöhnt und dann wird es schwer, das wieder aufzuhören. Und das sind unsere sogenannten Nasenspray-Junkies. Die können wir mit Lufa im Nasenspray, den machen wir quasi im Emser-Nasenspray, mit Lufa mit drin. Die kriegen das dann sehr, sehr gut hin. Hilft wirklich richtig gut. Gut. Ja, 2 Potenzen mit unterschiedlicher Wirksamkeit. Das D6 eher beim zähen allergischen Schleim. Also wenn eine trockene Rhinitis vorliegt, auch mal allergisch bedingt. Und die C30, wenn es eine Fließrhinitis ist. Also da können wir auch unterscheiden. Machen wir auch sehr, sehr gerne in der homöopathischen Beratung. Eine ganz wichtige pflanzliche Alternative immer auch, das Sinopret. Eine pflanzliche Form, die es eben auch als Saft gibt, auch für die kleinen Kinder ab 2 Jahren schon zugelassen. Plus das Inhalieren. Und wenn es eben schlimmer wird, brauchen wir nach Antibiogramm eben eine Antibiose, eben dann den Saft und den nehmen wir dann auch, weil das dann einfach gut hilft und weil natürlich so eine wiederkehrende Mittelohrentzündung auch garantiert nicht das ist, was wir brauchen oder eine wiederkehrende Entzündung der Atemwege oder das Absinken Richtung Bronchien. Bei den Halsschmerzen gibt es das Phytolaca, das finde ich aber gar nicht so toll. Apis ist ganz wichtig, wenn es angeschwollen ist. Guaiacum immer dann, wenn es kloßartig wird. Phytolaca würde ich sogar fast eher weglassen, außer bei Angina und bei pfeiferschen Drüsenfieber, da sind die super gut. Sonst würde ich normale Halsschmerzen sehr, sehr gern pflanzlich begleiten, nicht unbedingt homöopathisch. Außer wenn die Mandeln anschwellen oder das Zäpfchen anschwillt, dann bitte immer ans Apis denken. Das bitte immer noch ohne Belag verwenden, weil wenn der Belag mit dazukommt, haben wir schon die bakterielle Superinfektion und dann würde ich hier das Apis immer gleich kombinieren mit dem Ferrum Phosphoricum.
Schluckbeschwerden können dabei sein und die Mandeln sind geschwollen. Da ist das Aphis überragend gut. Guaiacum, immer dann, wenn klosiges Sprechen mit dabei ist, gerade auch bei chronisch geschwollenen Mandeln kann das wichtig sein, darf ja auch abwechseln mit dem Aphis, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Genau, eignet sich auch als Add-on beim Antibiotikum am ersten Tag stündlich, danach alle 2 Stunden und dann 3-mal täglich. Auch hier ein gutes Dosierschema, wie wir das eigentlich auch wechselnd machen können mit dem Aphis und dem Guaiacum begleitend. Unsere Tipps: ich finde sehr, sehr gut das Islamet Hydro oder auch das Gelo Revoice. Das sind 2 Hydrokoloid-Matrizes pflanzlicher Natur, die wirklich Wasser binden und die Schleimhäute super gut durchfeuchten. Also durch dieses Aufgehen vom Mund und dieses Ausdrucken im Rachen super gut bremsen können. Die finde ich ganz toll. Islamet Hydro oder Gelo Revoice für die Größeren bei Heiserkeit. Gerade auch im Fasching, wo man zu viel geschrien hat, super. Wenn die Heiserkeit bleibt, länger als 2 Tage, bitte unbedingt zum Arzt gehen, weil anhaltende Heiserkeit können Stimmbandentzündungen sein. Die müssen wir therapeutisch begleiten durch eine antientzündliche Therapie und eventuell ein Antibiotikum. Salbei-Tee, immer wenn der Hals mit dabei ist, das Islamet Junior geht super gut. Auch eine Hydrokoloid-Lutschtablette pflanzlicher Natur, befeuchtet nachhaltig und gut und hilft wirklich auch, das Abrutschen zu vermeiden, ans Inhalieren und ans Nasenspray denken. Bei den Erwachsenen finde ich überragend gut, das Dopendan Direkt ist für mich die beste Halstablette im Erwachsenenbereich, weil schmerzstillend, weil antibakteriell, weil antientzündlich, alles in einem. Darf ich auch kombinieren mit einem Ibuprofen und es gibt diverse andere gute Halstabletten, die nach auch Geschmack manchmal gehen, aber das Dopendan hat die nächste Zusammensetzung. Der hier ist ein echter Gamechanger und ganz neu, gibt es erst seit 2 Jahren, ein Halsschmerzsaft, Kirsche, Geschmack, es ist aber ein malvenbasiertes Produkt und die Malve als Schleimdroge durchfeuchtet super gut und das ist das Erste, was ich eben auch bei kleinen Kindern geben kann. Also wenn die anfangen, Halsschmerzen zu kriegen, ist das überragend gut, weil es eigentlich das Gleiche ist wie in Gelo Revoice oder eben auch in Islamet, also eine befeuchtende Matrix, aber hier eben in Saftform und so, dass es eben auch schon bei 1 Jahr geben kann. Also hier ein ganz toller Halsschmerz und sogar auch Hustenreizsaft. Ich mag das auch gerne beim Hustenreiz, weil wir haben nicht so viele Alternativen, gerade wenn die Kinder aufs Postan vielleicht mal nicht so gut ansprechen. Und da sind wir schon beim Husten, bei unserem letzten Thema für heute. Damit habe ich auch schon fast 1/2 Stunde überzogen, aber ich freue mich dann auch im Anschluss noch auf eure Fragen. Der Husten ist auch genau gleich wie der Schnupfen wieder eine aufsteigende Kaskade. Das erste Mittel ist eins, was gerade beim beginnenden Husten sehr, sehr gut wirkt. Ipe, abgekürzt, weil Ipe Cacuhanhe, kann keiner sagen. Eine mexikanische Heilpflanze. Prionia, Spongia und Hyoscyamus. Schauen wir sie uns im Überflug noch an. Ipe, immer einsetzen, sowohl ob schleimig oder trocken. Die Schulmedizin unterscheidet immer zwischen schleimigem Husten, da kriege ich einen Löser. Beim trockenen Husten kriege ich einen Dämpfer, also zum Beispiel ein Silomat. Silomat bitte auch nur ganz bedacht bei den Kindern einsetzen, genauso wie auch das Paracodin, weil die Kinder haben meistens einen Flip-Flop-Husten, der wechselt zwischen schleimig und trocken. Zur Nacht kann aber so ein Hustenreizdämpfer sehr, sehr sinnvoll sein, dass auch die nächtliche Erholung kommt. Zum Schleimlösen bin ich fast eher ein Fan von der Pflanzenheilkunde. ACC-Mucosolvan kann man mal probieren, aber die Pflanzenheilkunde kombiniert mit der Homöopathie, die sind da wirklich überragend. Also IP mit Bronchikum plus eventuell zur Nacht dann in Paracodinsaft oder eben in Silomat. Das finde ich so der richtig gute Turbo beim Hustenreiz und das könnte auch sehr, sehr gut einsetzen. Schleimig löst das Bronchikum und das Ibu gemeinsam. Trocken würde dann der Hustenreizblocker, also das Silomat oder das Paracodin, gut bekämpfen. IP wäre übrigens hochgiftig, wirkt übrigens auch bei Durchfallerkrankungen und Magenbeschwerden. Die Brechwurzel, also auch bei Übergeben, ziemlich gut wirksam. Immer dann, wenn viel Schleim hinten drunter kommt, das ist bei den Kindern fast immer so, ist IP eine gute Wahl, sobald eben der Husten mit Schleim kombiniert ist, aber auch beim trockenen Husten, weil es bronchospasmolytisch wirkt, also Lungenbläschen entkrampfen kann, ist das IP immer eine gute Wahl. Und das darf ich auch beim Asthmatikerkind begleitend zum Asthmaspray geben. Und bitte, 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 habt keine falsche Angst vor Cortison, vor Corticoiden in der Asthmatherapie, in der reflektierten Neurodermitis-Therapie. Es sind ganz wertvolle antientzündliche Wirkstoffe, die vor allem in der Langzeitanwendung im Lungenbereich, wenn wir sie mit den modernen Corticoiden zum Inhalieren nehmen, beim allergischen Kind, beim asthmatischen Kind einfach ganz, ganz viel bewirken. Gut,
So, gab es dazu eine Frage? Sonst würde ich mit dem Prionia weitermachen. Beim Husten ganz gut geeignet, hier eher der trockene Husten im Fokus. Gerne auch abwechselnd mit dem IP, wenn es Flip-Flop-Husten ist. Und das ist wirklich eine gute Alternative zum Kaval. Das Hyoscyamus wäre dann vor allem dann, wenn der Husten kommt, beim Ablegen. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren. Unsere Kinder zum Beispiel reagieren eher aufs Prionia und nicht so gut aufs Hyoscyamus. Wir geben auch das Prionia zur Nacht. Auch wenn das Hyoscyamus eher beim Ablegen wirksam sein soll, gibt aber Kinder, wo es wirklich anders ist. Also die beiden nächtlich einfach mal ausprobieren, was besser bei euch anspricht. Entweder Prionia oder Hyoscyamus. Auch das Prionia geht zur Nacht, aber auch das Hyoscyamus geht zur Nacht. Bilsenkraut übrigens, also da, wo man die böse Schwiegermutter im Märchen damit umgebracht hat. Also auch etwas Giftiges. Gut, Spongia wäre eher bei den Kruppkindern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Krupphusten gehört habt. Das finde ich total spannend. Wir hatten es einmal beim Felix, kommt wachstumsbedingt ganz oft vor, so wenn sie zwischen 3 und 5 sind, da sind die Atemwege sehr, sehr krumm und eng. Und wenn sie dann leichte Infekte haben, gerade im oberen Atemwegsbereich, kann es sein, dass sie schlecht Luft kriegen und dann machen die so ein delfinartiges Geräusch. Das sagt das Lehrbuch, die Mütter und die Eltern müssen ruhig bleiben. Wenn euer Kind schnauft wie ein Walross und pfeift wie ein Delfin, da wird es ganz, ganz schwer, ruhig zu bleiben. Spongia kann solche Intervalle verlängern und kann hier auch bei kruppartigen Husten wirklich helfen. Wichtig ist aber tatsächlich ruhig bleiben. Geht mit den Kindern ans offene Fenster, wenn es draußen kalt und neblig ist, oder dreht die Dusche auf. Mit feuchter, kalter Luft wird es dem Kind sehr, sehr schnell wohler. Und wenn es nicht besser wird, braucht man die Cortisonzäpfchen. Das ist dann wirklich ein Notfallmedikament, was sein muss. Und da müssen wir auch im Notfall wirklich schnell beim Arzt oder im Krankenhaus sein, wenn sowas auftaucht, so ein Krupphusten zum ersten Mal. Okay. Also erste Wahl an die offene Dusche, wenn es da innerhalb von Minuten nicht besser wird, dann wirklich schnell reagieren und dann auch Hilfe verständigen, den Notarzt anrufen und hier euch dann auch helfen lassen. Beim Husten gibt es natürlich zig Alternativen. Die beste finde ich immer noch das Bronchikum. Bei den kleineren geht nur das Prospan. Bronchikum gibt es als Saft und als Extrakt. Der Saft geht bei den ganz kleinen, der Extrakt ist bei den, glaube ich, ab 2 Monaten, der Saft ab 6 Monaten. Funktioniert super. Prospan geht, glaube ich, auch ab 6 Monate. Dann an die Inhalate denken. Also die Kinder, die noch nicht über dem offenen Topf inhalieren können, nehmen bitte den Pariboy, weil natürlich das heiße Wasser eine Gefahr ist. Den Tee trinken. Hier sind Husten-Tee-Mischungen sehr, sehr gut. Spitzwegerich gehört damit rein als ganz, ganz wichtige lösende Heilpflanze. Thymian gehört da damit rein, weil er einfach sehr, sehr gut die Lunge frei macht. Und die zwei Spitzwegerich Thymian in Kombination vielleicht noch mit Süßholzwurzeln. Gibt ganz leckere Hustentees, mischen wir auch selber an. Dann haben wir den Zillomat als hustenreizdämpfendes, frei verkäufliches Medikament. Hier bitte sparsam damit umgehen, das ist ganz wichtig, macht auch müde. Parangodin-Kabwal als verschreibungspflichtige Hustenreizdämpfer. Und hier eben auch nochmal wichtige pflanzliche Mittel für Erwachsene: Ipalat, Islamet, Gelorevoice, aber auch den Malvensaft, also den Neongin Junior, an den könnt ihr auch mal denken. Und witzigerweise, wenn wir Husten Kinder haben, die auch mal bis zum Erbrechen husten, ist ja das Fenistil in Tropfenform mal ein therapeutischer Exkurs, der vor allem bei so einem allergisch bedingten Husten sehr, sehr wirksam sein kann. Es hat übrigens auch eine spasmolytische, also eine krampflösende, sedierende Wirkung und deshalb ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Super! Jetzt musste ich mich ganz schön beeilen, dass ich die 1,5 Stunden einigermaßen einholen konnte. Ich hoffe, der Überflug über die Homöopathie war nicht zu schnell. Ihr habt euer Skript, ihr könnt immer nachschauen. Und ich freue mich jetzt eigentlich auch nochmal auf eure individuellen Fragen. Wie ihr uns kriegt, wisst ihr, glaube ich, alle, die meisten kommen auch über, glaube ich, eine gemeinsame Stillgruppe oder eine Geburtsvorbereitungsgruppe aus unserer Gegend. Für die, die weiter weg sind, man kann uns per WhatsApp erreichen. Ihr kriegt uns auch über Facebook, ihr kriegt uns auch über unsere Internetseite und wir machen übrigens auch gerade zur Corona-Zeit sehr, sehr gerne dann kleine Net-Meetings, dass wir euch quasi ins Vier-Augen-Gespräch einladen, um da auch individuelle Beratungen machen zu können, auch wenn ihr nicht in die Apotheke kommen wollt oder kommen könnt. Aber ihr seid natürlich immer herzlich bei uns willkommen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Ich hätte eine Frage. Super, Und dann nehmen wir die zwar, Nina gleich als allererste. kann man jetzt auch, gerade Malve war ja jetzt schon oft dabei, kann man auch aus Malvenblüten dann selber Tee machen oder so bei den Kleinsten? Ist das so in Ordnung oder? Kann man machen, aber da darf man dann nicht erschrecken, weil die Malve ist furchtbar teuer. Aber funktioniert ja.
Und bei dem Malven-Saft, den ihr da gesehen habt beim Neoangin, ist es so, dass es ein hydrolatisch, also ein sehr, sehr effizienter, wasserdampfbasierter Extrakt. Und da komme ich mit wesentlich weniger Pflanze aus. Aber in Malven-Tee oder die Malve auch mal als Heilpflanze mit in den Tee reinzugeben, ist ganz, ganz toll und sicherlich eine ganz, ganz gute Idee. Okay, weil wir haben es im Garten und dann trockne ich das jetzt und dann habe ich da schon mal was auf Vorrat. Genau, aber da wirklich beim Trocknen Acht geben, dass du das, dass es voluminös aufhängst, also dass es frei trocknen kann. Weil die Blüten, wo es so feine Blätter hat, gibt es ganz gerne mal ein bisschen Pilzeintrag. Also da musst du beim Trocknen ein bisschen aufpassen. Also so ein warmer Dachboden oder ein Heizungsraum ist da optimal und dann gut aufhängen, dass die nicht zueinander Kontakt haben, sondern dass die frei trocknen können. Und dann wirklich auch mal einen kalten Extrakt ansetzen. Das funktioniert bei der Malve auch super. Okay, danke. Gerne. Jetzt gibt es schon Fragen im Chat. Hier wird mal die erste von, das flippt hier auf, eins nach dem anderen. Wie sieht die Dosierung bei den Hustenmitteln aus, die man nachts geben sollte, auch bei Krupp? Gehen wir mal zurück zu Spongia. Spongia würde ich beim Krupp-Kind tatsächlich dauernd durchgeben. Das würde ich nicht nur zur Nacht dosieren, da würde ich wirklich je nach Alter 3x1, 3x2, 3x3 durchgeben. Wenn es schlimmer ist, sogar 5x täglich. Und das kann in der Gruppzeit, also wenn Erkältungen da sind, auch tatsächlich sehr, sehr gern durchgeben. Hyoscyamus würde ich eine halbe Stunde vorm Schlafen geben und da dann eben vielleicht sogar zweimal hintereinander, also eine Stunde vorm Schlafen geben, eine halbe Stunde vorm Schlafen geben, nochmals ein, zwei oder drei Globulis, je nach Lebensjahre vom Kind. Und genauso würde ich es beim Prionia machen. Also eine Stunde vorm Schlafen geben, eins, zwei oder drei und dann eine halbe Stunde vorm Schlafen geben, nochmal. Ja? Super, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Gibt es ein Globuli Starter Set? Ja, das gibt es bei uns in der Apotheke. Da sind auch die ganzen vom Seminar oder viele vom Seminar auch mit drin. Und wir füllen die Globulis auch immer, übrigens immer aus für euch. Dann braucht ihr nicht für 10 Euro das ganze Gläschen kaufen, sondern ihr kriegt dann für 2,10 Euro so ein 1-Gramm Gläschen. Da ist unseres definitiv, und damit können wir die Frage von der Caroline Clay auch mit beantworten, auch empfehlenswert. Da ist nämlich auch eine Dosierungskarte mit drin. Da sind da immer eine Einmalpackung vom Euphrasia noch mit drin. Und das könnt ihr bei uns über die Apotheke beziehen. Schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr von weiter weg seid. Oder bestellt es über WhatsApp, wenn ihr aus der Gegend seid. Könnt ihr immer auch per WhatsApp bestellen. Liegt, glaube ich, bei 24,95 sind die wichtigsten 10 Homöopathika mit drin. Und das ist gerade für die Anfänger eine ganz, ganz gute Geschichte. Kann man Silberwasser als Desinfektionsmittel nehmen? Würde ich mit einem klaren Jein beantworten. Die Silberwassergeschichten sind ganz interessant. Gerade bei schlecht heilenden Wunden im Tierbereich finde ich sie überragend. Ich finde sie auch im humanen Bereich mit einem echten Desinfizienz, also mit dem Octenisept, kombiniert ganz gut, weil ich das Gefühl habe, dass sie tatsächlich auch ein bisschen desinfizierend sind. Als zertifiziertes Desinfektionsmittel gehen sie definitiv nicht. Aber man kann zum Beispiel auch mal mit einem niederpotenten Silberwasser gurgeln. Ich würde es aber bitte nicht zum Trinken nehmen. Das Gurgeln finde ich schon für den Erwachsenenbereich sinnvoll, nicht für Kinder bitte. Gibt es ein spezielles Kinderdesinfektionsmittel für Hände oder Gegenstände, zum Beispiel Desinfektion von Einkaufswagen, falls das Kind mit dem Gegenstand später in Berührung kommt? Würde ich einen ganz normalen Isopropanol empfehlen oder eigentlich fast beim Kind noch lieber normalen Ethanol, also den reinen Weingeist, den Alkohol mit 70% verdünnt. Das ist eine super Oberflächendesinfizienz, wo man so einen Einkaufswagen oder sowas eben auch absprühen können. Ist gut, günstig und reicht völlig aus und bei den behüteten Viren sehr, sehr gut wirksam. Aber im Norovirus sehr, sehr gut wirksam. Aber ich kann da auch ein Bacillol oder sowas nehmen, also die dann quasi ohne Ethanol sind. Da ist dann quasi ein spezifischer Virusbrecher mit drin. Die gehen auch, aber die sind natürlich deutlich chemischer. Beim Ethanol weiß ich genau, was drin ist. Ich weiß, es verdampft, ich weiß, es ist rückstandslos. Es ist dann damit aber natürlich auch nur eine kurze Zeit steril, das muss ich ganz klar sagen. Aber ich bin trotzdem ein Freund, das mit Ethanol zu machen. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Oberflächen dauernd damit bearbeitet, trocknet es ein bisschen die Weichmacher raus. Bei Plastik geht das nicht über ewig lange Zeit, kann man aber ein bisschen Glycerol mit reinmischen, dann ist das Ding aber weg. Also wenn ihr zum Beispiel irgendein festes Plastik oder so dauernd desinfizieren möchtet, dann wird sich so ein Glycerolzusatz empfehlen. Dann gibt es von der Sandra eine total interessante Frage. Ich glaube, die wird wahrscheinlich viele junge Eltern interessieren. Gibt es auch Globulis gegen Blähungen? Ja, Lycopodium könnt ihr einsetzen. Da bitte eher an der D-Potenz, aber denkt da bitte auch unbedingt ans Omnibiotik Panda. Ist das beste Mittel, als Probiotikum gegen Blähungen vorzugehen.
Ihr kriegt so die Darmflora vom Kind wieder super gut im Griff. Und das kombiniert mit dem Saab Simplex oder Espumisan, je nachdem, was eurem Kind besser schmeckt. Also die Simeticon-Alternativen, die Bläschenabbauer für den Darm, die sind bei den Kindern wirklich sinnvoll. Lycopodium, Omnibiotic Panda und eben dann Espumisan oder Saab Simplex, je nach Geschmack vom Kind. Gibt es ein gutes Nachschlagewort? Ja, gibt es. Ich finde die Ratgeber aus dem G&S Verlag sehr, sehr gut. Da gibt es einen symptombasierten Ratgeber, der heißt Homöopathie für Kinder. Der ist wirklich symptomorientiert. Das heißt, ihr schaut nach, was euer Kind hat und könnt daraus dann das richtige Homöopathikum finden. Und den finde ich wirklich empfehlenswert, weil da auch nochmal den allgemeinen Teil sehr, sehr gut weitergibt. Ja, ihr könnt Globulis uneingeschränkt miteinander kombinieren, auch eine sehr, sehr gute Frage, aber bitte schaut, dass ihr nicht mehr als 3 verschiedene Sorten auf einmal gebt. Also damit möchte ich, denke ich, sind wir im kinderheilkundlichen Bereich gut, und wenn ihr 3 verschiedene habt, dann würde ich sie auch, ihr würdet immer maximal 2 auf einmal geben, das dritte würde ich dann gucken, dass man das zeitlich trennt, und schaut auch ein bisschen drauf, dass der Schleimhautkontakt bei den Globuli, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber ist wichtig, eben auch ein bisschen unberührt bleibt, so für 5 bis 10 Minuten, dass da die Kinder nicht gleich wieder was zu essen oder trinken kriegen, dass gerade bei den ganz Kleinen, dass es eben auch ein bisschen über die Schleimhaut wirken kann. Super, sehr schön. Gibt es sonst noch Fragen? Habe ich alles beantwortet? Ich glaube, soweit sieht es gut aus. Ihr dürft auch gerne jetzt noch was im Chat sagen. Jetzt sind wir unter uns sozusagen. Ich mache hier auch die Aufzeichnung aus und freue mich dann auf euch.